Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde und natürlich alle Zuschauer aus nah und fern bei Xtreme24, Ihrem Portal für Modellbahn und Zubehör. Das lange Warten hat jetzt endlich ein Ende. Vor anderthalb Wochen haben wir ja bereits das angekündigt über unsere Social Medien, zum Beispiel bei Facebook. Es wurde auch rege angeklickt und registriert, dass wir mit einer Teleshopping-Tour anfangen. Und heute ist Freitag, 16 Uhr und es beginnt ganz pünktlich. Sie sitzen sicherlich zu Hause ganz bequem in Ihren Sesseln oder vorm Computer und schauen sich das an. Ja, Sie sehen vor mir zum Beispiel hier schon ein Präsentationsmuster, ein Diorama, gestiftet von Modellbahnengel, wo wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. Das ist das sogenannte Arkadensystem. Auch das finden Sie bei uns auf den Seiten, wenn Sie da mal ein bisschen stöbern. Das ist aber nicht Gegenstand der Vorstellung, sondern das ist Gegenstand dessen, dass wir hier Modelle draufbauen beziehungsweise unsere Lokomotiven in Baugröße H0 präsentieren werden. Das also dazu. Das Angebot, was wir Ihnen jetzt präsentieren, gilt von jetzt, Freitag, 16 Uhr bis Sonntagabend 20 Uhr. Es sind, wie wir schon auf den Seiten vermerkt haben, sympathische, attraktive Preise. Wir gehen von den Baugrößen H0 bis Z. Fast aller Hersteller präsentieren wir hier. Und es sind Angebote der uns angeschlossenen Händler auf unserem Portal bei Xtreme24. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Wir treten hier nicht als Verkäufer auf, sondern wir bieten die Plattform auch für diese Übertragung für unsere Händler. Und die Angebote, die Sie hier sehen, sind alles Angebote von Händlern deutschlandweit. Die kommen also zu Ihnen sozusagen nach Hause auf Ihr Sofa, auf Ihre Couch, wo Sie sich jetzt diese Angebote ansehen können. Dazu eigentlich alles. Ich möchte jetzt einfach sagen, genug der Vorrede, fangen wir einfach an und wir kommen zu unserem ersten Angebot. Und weiter geht's, liebe Zuschauer und Modellbahnfreunde, hier bei Xtreme24 bei Teleshopping. Wir sehen bereits im Vordergrund eine wunderschöne Dampflokomotive in der Baugröße H0. Es ist die 0310 ölgefeuert mit Gieselflachejektor und dieses Modell baut und bietet Güzold an. Neben mir steht Sebastian Fischer, den ich ganz herzlich an der Stelle begrüßen möchte. Er hat sich für uns und auch für Sie, liebe Zuschauer, die Zeit genommen, uns das Modell, was heute im Angebot steht, ich sage nochmal, von heute Freitag 16 Uhr bis Sonntag 20 Uhr können Sie sich das alles überlegen, hier diese Maschinen zu kaufen. Er hat mehrere Lokomotiven im Angebot, aber anfangen wollen wir erstmal mit der 0310. Was sehen wir hier, Sebastian? Danke für die Einführung. Was wir hier sehen, ist die, wie du schon gesagt hast, die ölgefeuerte 0310. Das war quasi die Baureihe 0310, unser Erstlingswerk nach der Übernahme von Güzold. Und das ist die dritte Ausführung, die wir rausgebracht haben. Eine sehr besondere Lok. Kurz zu den Besonderheiten hast du schon was gesagt. Wir haben den Gieselflachejektor und das war ja die ölgefeuerte Lok, die bei der VESM Halle als Bremslokomotive eingesetzt wurde. Und deswegen war sie auch ausgestattet mit einer Riggenbach-Gegendruckbremse. Und deswegen war das mir auch so eine Herzensangelegenheit, heute mal herzukommen, die Lok persönlich sozusagen kurz vorzustellen, um einfach auch diese ganzen Besonderheiten nochmal mit zu beleuchten, weil das ja doch einige sind. Wenn ich darf, würde ich gerne... Wenn du darfst, ja, du darfst natürlich die Lok in den Geräuschen vorstellen. Das haben wir natürlich uns jetzt hier vorgenommen, liebe Zuschauer. Sebastian wollte unbedingt hier die Lok persönlich mit Sound vorstellen, mit der Rickenbach-Gegendruckbremse, einmal um diesen Sound auch wirklich zu hören. Es gibt natürlich noch andere Lokomotiven hier, von der 0310 im Angebot, darüber sprechen wir gleich. Aber wir wollen erstmal die Soundvariante vorstellen. Das ist die mit dem... Das hier ist jetzt die Variante mit einem Zimo Sound Decoder und dem Henning Sound Projekt drauf. Dem Henning Sound Projekt. Henning hat für uns da speziell ein Sound Projekt abgestimmt und gerade auch an der Riggenbach-Gegendruckbremse noch gefeilt und deswegen ist es schon ein schönes Projekt geworden. Also habt ihr ganz schön geklotzt und hier rein investiert in diese Lok. Ja, da würde ich sagen, liebe Zuschauer, wollen wir uns das mal anhören von dieser Lok, von dieser Variante, die wir dann preislich auch noch vorstellen wollen, neben den anderen Varianten, die du anbietest. So, dann würde ich sagen, Ton ab, oder? Also ich gehe noch mal kurz auf die optischen Besonderheiten ein und am Ende würde ich dann den Sound mit anmachen.
Sicherlich einige wissen schon, wir als Gützold haben uns alle Projekte von Gützold vorgenommen, nochmal zu überarbeiten. Hier ganz besonders Wert gelegt auf die neuen Loklaternen mit den weißen Reflektoren, die der Lok ein richtiges Gesicht geben. Die Lok ist ausgestattet mit einem, wir können sie uns jetzt vielleicht tatsächlich mal von oben angucken, dann sieht man noch ein paar Besonderheiten. Mehr. Ja, da haben wir sie. Wir haben vorne eine, die Quetschesse genannt, Gieselejektor. Direkt dahinter den Schalldämpfer der Ringenbach-Gegendruckbremse, die wir uns gleich mal anhören. Und wirklich viele veränderte Leitungsverläufe hier hinten gerade vor dem Führerhaus, die diese Ringenbach-Gegendruckbremse mit sich bringt. Die Leitungsänderungen wurden alle mit Messing-Feingussleitung gemacht, also auch sehr hochwertig. Wir haben ein durchbrochenes Dachgitter, was hier leider gerade noch nicht ganz so gut zu sehen ist. Man erahnt es ein bisschen. Entschuldigung. Ich kann es zumindest bestätigen, dass es tatsächlich so ist. Ja. Und im Innenleben hat sich wirklich grundlegend alles geändert. Pufferspeicher für perfektes Fahrverhalten, ein Doppellautsprecher, um soundtechnisch wirklich auch das Beste rauszuholen, sodass man wirklich einfach ein Modell hat, was im Anlagenbetrieb einfach Spaß macht. Und ich möchte jetzt einmal sozusagen den Sound vorstellen, noch zum Sound anmerken. Der klingt ein bisschen abgeschnürt, gewöhnungsbedürftig. Das ist diese Quetschesse, die von der Konstruktion her einen engeren Auslassquerschnitt hat von den Dampfschlägen, von dem Abdampf. Und das klingt eher nach einem bisschen Hecheln, aber es soll genau so sein. Absolut vorbildgerecht. Das ist richtig. So, alle Varianten, die wir hier vorstellen, die von Gützold hier vorgestellt werden, liebe Zuschauer, ich möchte Sie nochmal darauf hinweisen, finden Sie natürlich auch auf dieser extra Seite, wo Sie jetzt auch diesen Stream sehen. Dort können Sie sich natürlich nochmal ganz genau über die technischen Ausstattungsvarianten der einzelnen Varianten hier nochmal informieren. Das wollen wir uns jetzt ein kleines bisschen sparen, weil sonst wären wir nicht fertig. So, jetzt darfst du mal loslegen. Richtig, genau. Stellvertretend für alle Loks stelle ich hier, wie gesagt, die Soundvariante vor. Ich habe die Lok so präpariert, dass sie gar nicht vorwärts fährt, dass sie quasi hier an der Stelle steht, sonst würde sie aus dem Bild rausfahren. Von daher starte ich jetzt mal den Sound. Wir spitzen jetzt die Ohren. Jetzt. Die Lok beschleunigt jetzt erstmal langsam auf Fahrgeschwindigkeit. Also, typisch Dreizylinder, hört man. Oh, jetzt fährt sie los. Jetzt fährt sie doch los. Muss mal schneiden. Nee, alles gut. Ich halte sie nämlich jetzt einfach fest und ich halte sie dann auch gleich wieder an. So, ich halte jetzt kurz den Tender einfach hoch. Die Lok hat nämlich einen Tenderantrieb. Und jetzt werde ich mal diese Ringenbach-Gegendruckbremse mit einblenden. Jetzt hört man das also deutlich, den Unterschied. Was man jetzt noch hört, sind die Abdampfschläge der komprimierten Luft. Also diese Ringenbach-Gegendruckbremse funktioniert so, dass... Jetzt mache ich das alles mal wieder aus. Diese Ringenbach-Gegendruckbremse funktioniert in echt so, dass quasi Umgebungsluft angesaugt wird und in den Zylindern komprimiert wird und dann über diesen Schalldämpfer abgeblasen wird und dadurch wird sozusagen bremst die Lok selber, ohne dass jetzt irgendwelche Bremsklötze da irgendwie zu heiß werden. Also wir haben das typische Knallen gehört, dieses typische Geräusch dieser Gegendruckbremse, das werden Sie sicherlich auch recht gut vernommen haben, auch wenn die Lok sich jetzt selbstständig gemacht hat. Sie durfte es nicht, aber okay, das ist ja alles live und es kann halt passieren. Wir haben es vorher probiert, da hat sie es nicht gemacht, jetzt hat sie es gemacht. Sie wollte unserem wunderschönen Diorama runterfahren. Genau. Ja, so, dann gibt es natürlich, hatte ich ja bereits schon angekündigt und die Preise interessieren natürlich jetzt auch. Wir fangen mal mit der einfachsten Variante dieser Lokomotive an, mit der Artikelnummer 3105-9090. Die unverbindliche Preisempfehlung unter 500 Euro, also 499 Euro, liebe Zuschauer, und kostet jetzt 439. Oha!
Genau, das ist die Analog-Variante, sag mal, ohne Gehirn, die auf einem Gleichstromgleis mit einem ganz normalen Trafo gefahren werden kann. Ohne Pufferspeicher, ohne Sound, aber optisch und von den Fahreigenschaften her schon ein richtig schönes Modell. Jetzt höre ich schon die Frage, kann man das mal nachrüsten? Man kann das nachrüsten, ist eine Plux 22 Schnittstelle. Also Schnittstelle ist dabei. Und man könnte sogar, das würden dann am liebsten wir in der Werkstatt machen, aber man könnte dann noch den Kondensator nachrüsten, naja, man könnte auch Lautsprecher noch nachrüsten. Also es ist alles irgendwo, der Platz ist dafür vorgesehen. Also für die Modellbahnfreunde, denn der Preis der anderen Modelle, die gleich kommen oder Varianten, die gleich kommen, etwas zu hoch sein sollte, das ist die einfachste analoge Ausführung für unter 439 Euro. So, wer dann später natürlich dann entsprechend nachrüsten möchte, wir haben es gerade aus berufenem Munde gehört, dann kann man das tun, ist also kein Problem. Dann gibt es eine weitere Variante dieser Lokomotive. Ich spare mir jetzt diesen langen Kürzel, Sie sehen es jetzt auch im Bildschirm, liebe Zuschauer, mit der Endung 92. Die unverbindliche Preisempfehlung dieser Maschine war 629 Euro und wird jetzt für 569 angeboten. Was ist das für eine Variante? Genau, ich sage noch mal kurz was zu der Variantenvielfalt überhaupt, die wir anbieten. Also wir als relativ kleiner Hersteller haben einfach gemerkt, jeder Kunde hat andere Anforderungen und wir müssen, um da auf entsprechende Verkaufsstückzahlen zu kommen, auch einfach jedem Kunden genau das anbieten, was er braucht. Und die Technik ist sehr kompliziert. Auch zum Nachrüsten ist es sehr vielfältig und wir wollen, dass perfekt funktionierende Modelle verkauft werden. Deswegen haben wir gesagt, wir bieten Soundloks ab Werk an, sowohl mit CIMO-Decoder als auch mit ESO-Decoder. Und diese Variante ist jetzt die Soundlok mit einem ESO-Decoder. Mit dem Henning Sound Projekt abgestimmt. Also Henning Sound Projekt ist immer dabei? Ist bei den Sound-Varianten jetzt immer dabei. Okay, kommen wir zur nächsten Variante. Das ist dann wieder mit Henning Sound mit der Endung 094. Diese Lok hat unverbindliche Preisempfehlung 629 Euro gehabt und kostet jetzt 569. Richtig, das ist auch eine Sound-Lok. In diesem Fall mit dem CIMO-Decoder. Mit dem CIMO-Decoder, deswegen auch der etwas andere Preis. Richtig, und beide Soundvarianten, beide Soundloks haben auch den großzügig dimensionierten Pufferspeicher mit drin. Das muss man auch dazu sagen, dass alle Digitalvarianten ohnehin diesen Pufferspeicher drin haben. Richtig, nur die Analogvariante hat es nicht. Alle anderen Varianten haben deswegen den auch der andere Preis, ist auch sehr nachvollziehbar. So, dann kommt das mit der Endung 096. Ich sage auch gerne nochmal die lange Nummer, muss ich mal gucken. 3105-90-96, unverbindliche Preisempfehlung 539 Euro und kostet jetzt 479. Das ist die Variante mit einem ESO-Decoder, nur digital, sage ich mal. Nur digital, ohne Soundfunktion, aber digital mit Pufferspeicher. Auch dieser Preis ist eigentlich für so eine Lokomotive, muss ich mal dazu sagen, recht attraktiv. Wenn man jetzt mal vergleichbare Modelle hat, anderer Hersteller, von dem, was ihr hier bringt, technisch auf die Bühne bringt, also durchaus vergleichbar. Und ich denke auch für die Marke Gützold ein recht attraktiver Preis und auch für den Zuschauer ein recht attraktiver Preis. Wer also sich für die eine oder andere Variante entscheiden möchte, du hattest ja bereits gesagt, dass es verschiedene Varianten gibt, wo ihr euch also faktisch den Modellbahnnutzer anpasst. Dann gibt es natürlich noch eine Variante. Also Sie sehen schon, es sind recht viele Varianten von diesen Lokomotiven zu sehen. Die 3105-90-97, die Artikelnummer, hat gekostet 539 Euro und kostet jetzt 479 Euro. Das ist die Digitalvariante mit CIMO-Decoder und Pufferspeicher. Also, wir hatten vorher die mit ESO-Decoder gesehen und jetzt mit CIMO-Decoder. Sie sehen es ja auch, wie gesagt, bei uns auf dem Bildschirm hier, liebe Zuschauer. Ich trage da jetzt viel Holz im Busch. Sie haben es ja nun live mitgesehen, diese vielen Ausstattungsvarianten dieser Lokomotive. Und das ist ein Angebot der Firma Gützold anlässlich unserer ersten Verkaufs-TV-Show hier bei X-Train 24. Das Angebot, wie auch alle anderen, die folgen, sind von Freitag, also heute, von 16 Uhr an bis Sonntag 20 Uhr online gestellt. Wenn wir dann diese Streams runternehmen von unserer YouTube-Seite, dann gelten auch diese Preise nicht mehr. Das heißt also, dann gelten wieder ganz normal unsere Shoppreise. Und auch den neu dazugekommenen Zuschauern möchte ich hier bitte sagen, X-Train 24 ist ein Portal, wo viele Händler und auch teilweise Hersteller, wobei
der Hersteller das jetzt hier nicht anbietet, sondern der Sebastian hat sich bereit erklärt, uns mal und Ihnen, liebe Zuschauer, die Technik zu erklären. Diese Preise sind natürlich Händlerpreise von einem auf unserer Seite verankerten Händler, über die wir hier gesprochen haben. Und diese Preise gelten, wie gesagt, von Freitag bis Sonntagabend 20 Uhr und auch nur dann. Und abschließend dazu auch noch ein Hinweis, weil wir auch sehr oft gefragt werden, wer ist denn eigentlich Xtreme24? Wie gesagt, wir sind ein Portal, da sind viele Händler und da kann man sogar Modelleisenbahn kaufen. Wenn Sie unsere Seite besucht haben und Sie es weitersagen und anderen Modellbahnern sagen, Sie werden also sehen, dass Sie bei uns also in der Regel recht gute Preise bekommen für Ihre Modellbahn, die Sie kaufen möchten. Punkt. Jetzt hast du uns aber noch eine Lok mitgebracht. Ich darf die mal... Ja. Wollen wir sie runternehmen? Darfst du wollen wir sie fahren lassen? Wir nehmen sie runter. Runter. Ich darf sie anfassen. So, dann haben wir eine Lokomotive. Nimmst du bitte mal mein... Ja, ja, okay. Hast uns eine E-Lok mitgebracht. Ich stelle die mal hier drauf. Die können wir natürlich auch soundmäßig wahrscheinlich, oder? Könnten wir auch. Das Aber ist bei einer E-Lok tatatsächlich nicht so spektakulär wie, nicht bei, so spektakulär. Einer, wie bei einer Dampflok. Aber könnte ich auch. Mal gucken, ob ich die Funktion nachher nutze. Wir werden mal sehen. Also, was habe ich hier mitgebracht? Das, ja, ist, das ist die Baureihe 250-155. In diesem Fall die 155 nach Umzeichnung, also schon in das DB-Nummernschema. Die Farbe ist für viele sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist nämlich eine sehr besondere Lok. Das ist... Farbe, die ein bisschen dem Materialmangel in den 80er Jahren geschuldet in der DDR war. Geschuldet war. Mhm. Ich hatte da ein paar Infos mir eingeholt, dass das wohl Restfarbe war aus einem Auftrag, wo diese Lok nach Algerien exportiert werden sollte. Und dann wurde, es war wohl ein orangener Farbton, und dann wurde diese die Restfarbe, sag ich mal, mit Bordeauxrot, wo in der die Lok normalerweise ausgeliefert wird, irgendwie gemischt, und dann hat sich dieses sogenannte Oleanderrot daraus gebildet. So ist dieser offizielle Farbton der Lok. Und die muss also nach unseren Recherchen und bestem Wissen und Gewissen genauso aussehen, relativ orange. Relativ orange. Ja, ja, diese Lokomotive gibt es, was die Technik betrifft, in zwei Varianten, einmal in analog und digital. Und auch, es gibt sie sogar für Gleichstrombahner noch in mehr Varianten, in einer Variante mit einem Sounddecoder, mit einem ESO-Sounddecoder, mit einem CMOS-Sounddecoder und bei dem CMOS-Sounddecoder sogar noch eine Variante mit Digitalkupplung. Und das ist die, wie sie hier jetzt vor uns steht. Mhm. Wir haben also das Modell, quasi den Funktionsumfang des Decoders voll ausnutzen wollen und haben gesagt, wir erhöhen den Spielwert nochmal von dem Modell. Und ich schiebe das gerade nochmal so, dass man das auch sehen kann. Hier vorne eine tatsächlich eine Märklin-Telex-Kupplung uns mit dazu gebaut, weil die einfach nach unserer Erfahrung am kompatibelsten ist mit allen gängigen Kupplungen und einfach zuverlässig funktioniert. Und deswegen haben wir da gesagt, brauchen wir das Rad nicht neu erfinden, irgendeine eigene Kupplung nehmen, sondern haben gesagt, wir bieten eine Vollausstattungsvariante mit Sound und digital schaltbaren Kupplungen an. Und die hatte ich jetzt hier einmal zum einfach nur zum Angucken mitgebracht. Ich könnte das vorführen, aber ich denke, das ist jetzt relativ unspektakulär. Ich denke auch, liebe Zuschauer, wir haben natürlich, und Sie werden das auch noch auf der Seite finden bei uns, es sind zwei Varianten für dieses Wochenende im Angebot. Einmal mit der Artikelnummer 3103-9382, ist die Lok, die jetzt hier steht. Das ist die Lok, die Endung minus DK wäre die mit Digitalkupplung. Also okay. Die Lok, wie sie hier steht, ist minus, genau dieses Angebot. Das wäre also die 384. Die 384, minus DK, Entschuldigung, ja. Ende. Genau, ja. Ja. So, die unverbindliche Preisempfehlung dieser Lokomotive ist 349 Euro und im Angebot mal sage und schreibe 319 Euro eines Händlers bei uns von Xtreme24. Ich finde es ein sehr attraktives Angebot. Die Ausstattung hat
haben wir gerade besprochen von der Lokomotive. Noch nicht abschließend. Ganz. Es ist auch hier, wie jetzt allgemein üblich bei unseren Modellen, auch ein Pufferspeicher mit eingebaut, um einfach auch bei dieser schweren Lok, die wiegt ja annähernd 700 Gramm, einfach auch für eine vernünftige Stromabnahme und absolute Betriebssicherheit, gerade mit Digitalkupplung, mit Sound, beim Rangierbetrieb und, dass das einfach Spaß macht, haben wir gesagt. Alle Varianten, wie vorher auch schon, alle bis auf die analoge, haben diesen Pufferspeicher mit dabei. Du erwähntest gerade 700 Gramm, da fast brauchst du ja fast keine Haftreifen für die Lokomotive. Und man muss aufpassen, wie stabil die Brücken gebaut sind, die man so da im Lager hat. Also überlegen Sie sich genau, wenn Sie die Lok kaufen, ich will Sie jetzt nicht abhalten davon, aber 700 Gramm ist schon ein ordentliches Gewicht. Ne? Ja. Da bringt es schon was auf die Waage. So, das ist die eine Variante, die DK. Und jetzt kommen wir dann ohne DK mit der Artikelnummer 3103-9382. Das ist die Variante mit einem ESO-Sound-Decoder. Ist auch ein Henning-Soundprojekt drauf. Das Übliche halt. Pufferspeicher. Mit Pufferspeicher, genau. Und die Digitalfunktion, das Übliche halt. Licht vorn, Dreispitzsignal, Schlusslicht, extra schaltbar, separat schaltbar, Führerstandsbeleuchtung etc. Auch das können Sie dann bei dem Angebot, was Sie auf der Seite finden. Führerstandsbeleuchtung tatsächlich nicht, Entschuldigung. Nur nicht, dass sozusagen da was durcheinander gerät. Haben wir hier noch nicht integriert. Also in dieser Variante noch nicht? Nein. Okay. Die unverbindliche Preisempfehlung für diese Lokomotive liegt bei 319 Euro, liebe Zuschauer. Und angeboten wird sie heute bis zum Sonntagabend für 289 Euro. Hier auf unserer Seite zu sehen. Informieren Sie sich bitte nochmal. Die einzelnen technischen Details sind da ebenfalls abrufbar für diese Bestellnummer und für diese Lokomotive, einschließlich Ersatzteilbestellung und Bedienungsanleitung. Da, wo vorhanden, wir haben, kann ich Ihnen ja auch mal sagen, ca. 90% unserer Angebote so weit erweitert, dass man teilweise Videos hat oder beziehungsweise meistens immer dabei die Bedienungsanleitung und die Ersatzteillisten, sodass also der Modellbahner, der sich diese Lok kaufen möchte, erstmal vorher informieren kann bei uns und dann natürlich auch bei uns kaufen kann. Ja, das waren eigentlich die Vorstellungen, die wir von der Marke Gützold haben, die von einem Händler bei uns von Xtrain24 angeboten werden, beziehungsweise Sebastian sich zur Verfügung gestellt hat und hat gesagt, ich komme unbedingt ins Studio, ich möchte gern für mein Produkt stehen und diese Produkte auch mit vorstellen. Das finde ich ganz große Klasse von dir und dann kann ich nur noch wünschen, vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Wenn ich darf, oder hast du noch eine kleine Sache? Eine Kleinigkeit habe ich noch, keine Lok. Aber ich dachte mir, ich nutze die Chance, wenn wir schon so viel von Pufferspeicher reden und Kondensatoren, dass ich nochmal hinweise, es ist auch ein Produkt, was tatsächlich auch jetzt bei dieser Aktion dabei ist, auch mit dabei ist. Ein Pufferspeicher mit Ladeschaltung. Das kann man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht sehen. Ja, so. Die Pufferspeicher mit Ladeschaltung. Die Artikelnummer sehen Sie jetzt auch eingeblendet. Es ist eine ganz tolle Nummer mit vielen Nullen, vorne eine 2 und hinten eine 1. Ich spare mir jetzt das Ganze. Warum eigentlich so eine Nummer? Aus der Laune raus. Ich weiß es nicht. Zufall. Ja. Also Pufferspeicherset mit Ladeschaltung, unverbindliche Preisempfehlung, auch bei uns zu kaufen, können Sie auf der Seite sich angucken, für 15 Euro und im Angebot für 12 Euro. Kann man überall einbauen? Kann man eigentlich fast überall einbauen. Die Schaltung ist so aufgebaut, dass sie absolut flexibel aufzubauen ist. Also es gibt verschiedene, erstmal grundlegend die Funktion ist die, ein Decoder wird mit Energie versorgt, wenn vom Gleis gerade mal nichts kommt. Also um Stromkontaktprobleme zu überbrücken. Und es ist so, das ist eine kleine Ladeschaltung, die dafür sorgt, dass man 16 Volt Kondensatoren einsetzen kann, auch wenn man eine höhere Gleisspannung hat, zum Beispiel 20 Volt. Ja. Und sie ist so klein und flexibel aufgebaut, dass man das sowohl in Spur-N-Modelle, Spur-TT, als auch in kleinere H0-Modelle wunderbar einbauen kann. Das ist ja gerade die Marktlücke, sage ich mal. Es gibt Bausteine, die die Aufgabe noch viel besser erledigen können, die für 2, 3, 4 Sekunden Stromversorgung sicherstellen. Aber gerade für kleinere Baugrößen gibt es halt nichts, was so von der Stange möglich ist. Und hier gibt es also die Möglichkeit, diesen Bausatz so zusammenzubauen, dass man wirklich jeden Bauraum ausnutzen kann. Man sieht hier die verschiedenen Konfigurationen und das macht wirklich Spaß im Digitalbetrieb. Kann ich nur empfehlen, das mal einfach mal auszuprobieren. Das macht wirklich Laune. Und das ist ein Angebot von Fischer Modell. Müssen wir jetzt dazu sagen. Nicht Gützold, sondern Fischer Modell.
Richtig, ganz genau. Ja, vollkommen richtig. Das ist was wir als Fischermodell entwickelt haben und das war vorher Fischermodellsortiment und nicht Gützold. Richtig. So. Das war's jetzt, liebe Zuschauer, was wir Ihnen von Gützold und von Fischermodell vorstellen. Das hatte ich fast unterschlagen, Gottes Willen wollte ich nicht tun. Aber für die Bastler und Friemler unter Ihnen, liebe Modellbahnfreunde, ist das sicherlich eine ganz interessante Geschichte, die man ebenfalls hier auf dieser Seite so erwerben kann. Das war's. Vielen Dank, lieber Sebastian. Und ich freue mich auf das nächste Wiedersehen. Ich glaube, Messefernsehen in Nürnberg werden wir uns wieder treffen. Liebe Zuschauer freuen sich drauf. Mal sehen, was er uns dann an tollen Neuheiten von Gützold mitbringt. Vielen Dank. Weiter geht's im Angebotsreigen der sympathischen und wirklich guten Preise hier bei uns beim Teleshopping bei Xtrain 24. Wir haben jetzt die Marke gewechselt. Gützold hatten wir eben und jetzt sind wir bei ESO gelandet. Und da haben wir ebenfalls sehr attraktive Angebote für Sie parat, liebe Zuschauer. Sie sehen es bereits im Vordergrund. Einen Triebwagen ist der sogenannte VT 858 der Deutschen Reichsbahngesellschaft in Rot-Beige. Es ist eine DC Digital- und Soundausführung mit der Artikelnummer 31041. Dieses Fahrzeug ist in der Ausführung im Zustand um 1935. Es ist fantastisch detailliert. Das sehen wir ja vielleicht auch schon hier in den einzelnen Detailaufnahmen. Bedruckung und Lackierung ist perfekt. Auch sehr viele extra angesetzte Teile wie Haltestangen, Griffe, selbst die Regenlaufrinne und in der Front des Fahrzeugs ist auch ein Schlussscheibenhalter dran. Also Sie sehen schon, man hat sich bei ESO auch in dem Äußeren sehr viel einfallen lassen, aber das werden ja die Kenner und die Freunde von ESO bereits wissen. Dieses Fahrzeug ist natürlich auch von der Ausstattung her fantastisch. Das Fahrgestell ist aus Metall und der Antrieb erfolgt durch einen fünfpoligen Drehgestellmotor. Das heißt, der Motor sitzt direkt auf dem Drehgestell drauf und es ist ein eingebauter Multiprotokoll-Digitaldecoder mit Sound- und Rauchgenerator da. Denn dieses Fahrzeug hat ja hier oben auch so einen kleinen Auspuff, möchte ich mal sagen. Und da qualmt es dann mächtig raus. Weiterhin gibt es einen Lichtwechsel weiß-rot. Ist klar bei digital überhaupt kein Problem. Die Rangier-Innen- und Führerstandsbeleuchtung sind dabei separat schaltbar. Dieses Modell ist hier im Angebot für 189 Euro und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 349 Euro. Das finde ich mal ein unschlagbar gutes Angebot dieses Händlers bei uns hier auf Xtrain 24. Ich wiederhole es gern nochmal. Die Artikelnummer ist 31041. Die unverbindliche Preisempfehlung 349 Euro im Angebot für 189 Euro von heute Freitag an bis Sonntagabend um 20 Uhr. Überlegen Sie bitte nicht zu lang. Diese Angebote, die wir hier Ihnen präsentieren, sind auch nur in dem Zeitraum gültig. Und auch die Stückzahlen dieser Fahrzeuge, liebe Zuschauer, sind dabei sehr begrenzt. Wer zuerst zuschlägt oder wie man so schön sagt, wer zuerst malt, ja, kriegt das Modell zuerst. Das ist eine Ausstattungsvariante, wie gesagt, von Baujahr 1935, circa Epoche 2. Das gleiche Fahrzeug gibt es allerdings auch noch als VT 62 904. Ich werde mal das Fahrzeug hier ein bisschen beiseite nehmen. Als VT 62 904 der Deutschen Bundesbahn in der Epoche 3. Ausstattung ist das gleiche. Das Einzige, was sich hier geändert hat, ist die Farbvariante, liebe Zuschauer. Die gleichen digitalen technischen Features, so wie eben beschrieben, nur mit einer anderen Artikelnummer, nämlich die 31042, ist dieses Modell zu haben. Die unverbindliche Preisempfehlung dieses Modells, wie Sie hier sehen, in dieser roten Verkehrsausführung der Deutschen Bundesbahn Epoche 3, die unverbindliche Preisempfehlung war 349 Euro und ist jetzt ebenfalls im Angebot für 189 Euro. Hier blickt man nochmal oben drauf auf den Dachgarten. Man sieht auch wahrscheinlich sehr wunderschön den Unterschied. Ich halte Ihnen mal das Epoche 2 Fahrzeug dieses baugleichen Fahrzeugs, nur mit einer anderen Nummer. Hopsala, ich muss das mal hier ein bisschen auf unserem Modell hin und her schieben. Ich glaube, man sieht es hier
wie hier, dass es also da schon ein paar Modifizierungen bei der Deutschen Bundesbahn gegeben hat. Die Fahrzeuge wurden auch entsprechend umgebaut. Ja, dieses Fahrzeug, wie gesagt, für nur 189 Euro bei uns hier im Angebot. Das Angebot steht heute von Freitag 16 Uhr bis Sonntagabend 20 Uhr. Die Stückzahlen sind, wie gesagt, sehr begrenzt. Das gleiche Fahrzeug nochmal, der VT62904, kommt auch als AC-Variante in Digital und Sound mit der Artikelnummer 32042 zu Ihnen. Ebenfalls ein sehr gutes Angebot dieses Händlers. Auch hier lag die unverbindliche Preisempfehlung bei 349 Euro und diese AC-Variante ist auch für sage und schreibe 189 Euro bei uns zu haben, liebe Zuschauer. Ich würde sagen, zögern Sie nicht lange, schlagen Sie zu, denn auch hier ist die Stückzahl sehr begrenzt und das Angebot ja auch nur 2,5 Tage online. Diese und auch weitere Angebote sehen Sie bei uns auf unserer Seite xtrain24. Wenn Sie sich da einloggen, gibt es auch einen extra Reiter für unser Teleshopping und da finden Sie diese wie auch die anderen Angebote natürlich alle vollständig aufgelistet mit allen technischen Möglichkeiten und allen technischen Features aufgelistet. Das sind die beiden Angebote, die beiden Triebwagen, liebe Zuschauer, die wir Ihnen von ESU vorstellen wollten. Einmal der VT62904 der Deutschen Bundesbahn Epoche 3 in AC und DC Ausführung und der VT858 der Deutschen Reichsbahngesellschaft in Epoche 2. Ja, wir sind immer noch bei ESU, liebe Zuschauer. Wir haben mal kurz die Fahrzeuge gewechselt. Jetzt kommen wir natürlich zu den Anhängefahrzeugen. Und Sie sehen es bereits im Vordergrund. Da steht ein WG4 ÜPE, ein Gesellschaftswagen, auch als WGYE 830 der Deutschen Bundesbahn in der Epoche 4. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht nur ein Wagen, sondern hat auch noch technische Ausstattungsvarianten. Zu denen komme ich gleich. Nur allgemein noch, dass diese Fahrzeuge Kurzkupplungskinematik haben, dass sie ebenfalls hervorragend bedruckt sind und auch angesetzte Teile haben, ist eigentlich von fast selbstverständlich auch bei ESU. Was natürlich ganz besonders schön ist, sie haben diese federnden Faltenbälge. Ja, ich kann das hier mal zeigen. Die passen sich also hervorragend an den anderen Wagen an. Auf beiden Seiten selbstverständlich. Und jetzt komme ich natürlich auch zu diesen technischen Ausstattungsvarianten. Diese Gesellschaftswagen waren ja in der Epoche 3 bzw. Epoche 4 Zeit oder Epoche 5 Zeit ja immer noch ein bisschen aktuell, wo man bei der Bahn noch feiern konnte. Manch einen wird das Wort wahrscheinlich im Halse ersticken, wenn das Wort Bahn hört. Aber damals war es noch so, es waren Gesellschaftswagen auf der Schiene. Und ESU hat natürlich auch diese Gesellschaftswagen ins Programm aufgenommen und natürlich auch ein bisschen technisch aufgewertet. So, und diese Aufwertung kann ich Ihnen jetzt gleich auch sagen. Dieser Wagen hat einen Decoder für DCC Motorola M4 und Selectrix Betrieb. Diese Decoder melden sich selbstständig an den Zentralen mit Railcom Plus oder MFX-Funktionalität. Dieser Wagen hat einen Powerpack drin, also einen sogenannten Speicherkondensator für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung. Die wird man auch brauchen, weil nämlich dieser Wagen musikalisch ist bzw. Musik wiedergibt. Aber nicht nur irgendwelche, liebe Zuschauer, sondern Musik, die Sie selbst über einen integrierten MP3-Player und großen Lautsprecher, der in dem Wagen drin ist, abzuspielen geht. Das heißt also, Sie können Ihre eigene Disco-Musik, Schlager oder Volksmusik oder auf das, was Sie gerade so stehen, in diesen Wagen tontechnisch einpflanzen. Der Wagen hat eine mehrfarbige Effektenbeleuchtung im Innenraum schaltbar. Das heißt also, Rot, Grün und Blau, glaube ich, geht da zu schalten. Kann ich Ihnen jetzt nicht vorführen, weil dieses Modell jetzt weil wir hier keinen Stromanschluss auf unserem Modul haben. Die mehrfarbige Effektenbeleuchtung habe ich gesprochen. Highlight ist natürlich auch für die MacLean-Fahrer, dass das Fahrzeug umgebaut werden kann auf einem Mittelleiter. Das heißt also, der Mittelschleifer
kann da eingebaut werden. Mit einem Umlegen am Schalter am Fahrzeug ist das Fahrzeug dann auch nach Austausch der Radsätze sofort dann auch für den Dreileiter, sprich Märklin-Betrieb, machbar und auch benutzbar. Das ist der große Vorteil. Märklin hat bei vielen Modellen übrigens, ESO hat bei vielen Modellen übrigens diese Möglichkeit von vornherein geschaffen, dass man auf Zweileiter bzw. auch auf Dreileiterbetrieb fahren kann. Das hat man also bei den Anhängern schon immer etwas berücksichtigt. Eine Bügelkupplung im kulissengeführten Normschacht ist ebenfalls da, das heißt also Kurzkupplung. Und was interessant ist für denjenigen, der sich jetzt für dieses Modell interessiert, der befahrbare Mindestradius ist 360 mm. Das nur ganz nebenbei, also wer so eine kleine Mini-Anlage hat, wo also diese Radien nicht ganz funktionieren, ja, da kann man das also nicht fahren. So, die unverbindliche Preisempfehlung ist 174,90. Ich nenne nochmal die Artikelnummer 36040. Bei uns auf der Seite auch so zu finden. Und der Angebotspreis des Händlers bei uns auf Xtreme24 ist sage und schreibe 149 Euro für diesen Anhänger. ESO hat natürlich noch einen baugleichen Gesellschaftswagen ebenfalls präsentiert in der typischen Ozean-Beige Lackierung, Variante der Epoche 4. Dieser Wagen ist unter der Bestellnummer 36041 zu haben. Es ist der Gesellschaftswagen vom Typ WGY E831, wie gesagt in blau-beige, in der Epoche 4 Ausführung. Ansonsten hat er die gleichen technischen Features wie der Epoche 4 Wagen. Und man sieht auch zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob man es irgendwie darstellen kann, hier diese Faltenbälge passen, wenn die Wagen kurz gekuppelt sind, dann nahtlos übereinander. Es gibt ein besonders schönes Bild, man sieht es auch jetzt von oben, also nahezu geschlossen. Es ist vielleicht ein Zehntel Millimeter noch, aber wie gesagt, es ist kaum sichtbar. Also auch hier im Verband gefahren, diese beiden Wagen, sicherlich ein kleiner Hingucker. So, dieser Gesellschaftswagen hat ebenfalls in der Ausführung der Epoche 4 eine unverbindliche Preisempfehlung von 174,90, also identisch mit dem anderen Wagen, es ist nur eine andere Farbvariante hier zu finden und im Angebotspreis ebenfalls 149 Euro. Also das Angebot dieser beiden Personenwagen, dieser Gesellschaftswagen der Deutschen Bundesbahn der Epoche 4, einmal mit der Artikelnummer 36040 und mit der Artikelnummer 36041 als andere Farbvariante mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 174,90 stehen im Angebot für 149 Euro. Und auch hier nochmal der Hinweis an die Märklinisten unter Ihnen. Diese Fahrzeuge können selbstverständlich dann auf Dreileiterbetrieb auch umgestellt werden mit Austausch der Achsen. Die Schleifer liegen der Verpackung bereits schon bei. Ja, von der Disco wechseln wir jetzt in einen ganz anderen Bereich, nämlich in den Güterwagenbereich. Und da hat ja die Marke ESO ebenfalls einiges zu bieten, wobei die Marke ESO hier ein bisschen falsch ist, denn es sind Güterwagen der Marke Pullmann im Hause oder unterm Dach von ESO. So muss man es, glaube ich, korrekterweise sagen. Hier werden also Kesselwagen angeboten im Dreier-Set. Das heißt, die Dreier sind in einer Verpackung drin. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz schnell so rein. Also so kommen die Fahrzeuge und auch die Fahrzeuge, die ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, spielen gleich eine kleine Rolle. Auch in der Verpackung, wie auch bei den anderen Fahrzeugen. Wir haben jetzt die Kupplung hier nicht dazwischen gebaut, liegen auch die kleinen Tütchen mit den Kupplungen bei. Nur, wie gesagt, zur Info für Sie. Diese Fahrzeuge werden angeboten einmal als Epoche 2 Fahrzeuge beziehungsweise in Epoche 3. So, dieser Kesselwagen-Set, das, was ich Ihnen jetzt hier anbieten möchte, ist unter der Artikelnummer 36214 im Shop bei uns zu finden.
Es ist ein Dreierwagen-Set der ÜVG, Kesselwagen Deutz. Das ist also eine maßstäbliche Nachbildung von Leichtbau-Kesselwagen mit 30 Kubik Fassungsvermögen. Und zwei Wagen sind in grauer Farbgebung und ein Wagen ist in grüner Farbgebung. Man sieht es auch hier. Und die Bahnverwaltung ist die Deutsche Bundesbahn. Wie gesagt, die Wagen gehören nicht der Deutschen Bundesbahn. Das sind alles angemietete bzw. von privaten Anbietern gemietete Fahrzeuge, die bei der Deutschen Bundesbahn dann laufen. Und sie haben natürlich auch eine hervorragende Ausstattung. Alles, was man hier sieht, ist erstmal nur das rein Äußerliche, mal abgesehen von der Bedruckung, die man ja heute schon buchstäblich bei jedem Hersteller als wirklich exakt und detailgetreu und auch trennscharf zum Beispiel bekommt. Aber ich drehe mal einen Wagen hier um. Man hat hier auch einen wunderschönen zu sehen, ich hoffe, man sieht es hier, ich mache mal ein bisschen rüber, die angesetzten Laufgitter, Bremserbühne, dann wie gesagt Kupplungshaken und so weiter sind ebenfalls nachgebildet. Und was natürlich ganz fantastisch ist, wenn man sich die Unterseite mal anguckt, das sind die Ausläufe, also ganz wunderbar detailliert angesetzt. Selbst die Bremsgestänge hier unterm, hops, jetzt fahren die hier weg, selbst die Nachbildung der feinen Bremsgestänge, so wie es im Original ist, finden Sie eigentlich unten drunter. Vom Prinzip her alles das, was man nicht sieht. Trotzdem hat ESO hier ganz großen Wert drauf gelegt, diese Detaillierung so genau wie möglich zu machen, damit es eben sehr, sehr perfekt für Sie auf der Modellbahnanlage läuft. Diese Kesselwagen-Sets gibt es, wie gesagt, schon, wie ich gerade erwähnt habe, in verschiedenen Ausführungen. Ich zeige Ihnen das schnell mal in die Kamera. Das ist ein Kesselwagen-Set der Epoche 3. Ich muss es mal so halten, dass es nicht gerade blendet in den Zuschauern. Also hier sieht man also schon verschiedene Mineralölkonzerne aufgezeigt. Und dann gibt es natürlich noch ein weiteres Kesselwagen-Set in der Epoche 2. Mit Kesselwagen, die sind alle in Grau der Deutschen Reichsbahngesellschaft mit dem Ölverein Erfurt, WIFO Hamburg und auch zwei WIFO Hamburg, ein Ölverein Erfurt, möchte ich Ihnen auch gern nochmal reinzeigen. Auch das ist ein Angebot von heute 16 Uhr bis Sonntagabend 20 Uhr, finden Sie ebenfalls bei uns auf der Seite. Ein Kesselwagenset haben wir uns mal rausgesucht, nur zur Demonstration. Diese drei Kesselwagen kommen also im Set angeboten von ESO bei uns auf der Seite von einem angeschlossenen Händler. Ich sage Ihnen gerne nochmal jetzt in der Reihenfolge die Artikelnummern. Das sind die Artikelnummern 36205, 36217 bzw. 36216. Die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Dreier-Set beträgt 99,95 Euro und ist im Angebot zu haben bei uns bis Sonntagabend 20 Uhr für 79,90 Euro. Auch hier gilt nochmal der Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Auch diese Angebote sind nicht unbegrenzt verfügbar. Und ich denke, das ist ein faires Angebot der Marke ESO bzw. des Händlers, der uns diese Waren zur Verfügung gestellt hat. Und weiter geht unser Angebotsreigen hier auf Xtrain 24 mit Teleshopping. Liebe Zuschauer, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist ein Reisezugwagen-Set Deutsche Reichsbahn mit der Artikelnummer 42982 in der Epoche 4. Dieses Set besteht aus 5 verschiedenen Wagen. Sie sehen es bereits auch schon hier auf unserem Diorama sehr schön dargestellt. Die Reihenfolge ist jetzt mal x-beliebig. Die hängt sicherlich nicht so, wie es vorschriftsmäßig sein soll. Es geht jetzt nur um die Darstellung. Diese Wagen sind unterschiedlicher Bauarten. Es ist ein Bahnpostwagen, Bauart Post-M der Deutschen Post da. Ein Reisezugwagen zweite Klasse mit Gepäckabteil. Bauart BDG HWE, ein Reisezugwagen Typ YB70, zweite Klasse, Bauart BME, ein Reisezugwagen Typ YB70, erste, zweite Klasse, Bauart ABME. Alle Wagen sind Sitzwagen der Deutschen Reichsbahn und der Schlafwagen WLAB ist von der Tschechoslowakischen Staatsbahn, der blaue. Ich würde ihn mal versuchen, hier irgendwie ins Bild zu rücken. Ich nehme mal die vorderen weg. Diese Wagen wurden ja sehr oft als
Kurswagen mit eingestellt. Dieses fünfteilige Set ist ein Angebot für Märklin und die Märklin-Fahrer. Und dieses Wagenset entstand in Kooperation mit der Firma Tillich in Sebnitz. Dieses Set hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 289,99 und wird im Angebot zu handeln sein, wie gesagt, von heute Nachmittag bis am Sonntagabend für 259,90. Auch hier nochmal der Hinweis an Sie, liebe Zuschauer, alle Angebote sind begrenzt und auch nur in dieser Zeit auf unserer Seite so zu haben. Das heißt also, wenn Sie vorhatten, sowieso sich in der Richtung zu erweitern und solche Wagen zuzulegen, zögern Sie nicht. Das ist ein einmaliges Angebot und ich denke auch ein ganz, ganz attraktives. Wir sind immer noch bei Märklin, haben aber jetzt die Wagenart gewechselt. Jetzt werden nicht mehr Personen befördert, sondern jetzt geht es in den Güterwagenbereich. Und da haben wir Ihnen ebenfalls ein paar sehr interessante Angebote zu machen. Sie sehen hier vorn einen gedeckten Güterwagen der Bauart GBKL 238 der Deutschen Bundesbahn in der Epoche 4. Dieser Wagen hat die übliche Ausstattung, Kurzkupplung und so weiter. Das alles, was man eigentlich heute kennt. Der Wagen ist Länge über Puffer 139 mm und kommt mit der Artikelnummer 46163 bei uns zum Angebot mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 33,99 €. So ist er eigentlich ausgepriesen. Das Angebot unserer Händler beträgt hier für diesen Wagen 23,90 €. Und weil wir gerade von Preisen sprechen, liebe Zuschauer, auch hier nochmal der Hinweis, diese Preisangebote gelten nur heute von Freitag 16 Uhr bis zum Sonntag 20 Uhr. Dann gibt es im Shop wieder die normalen Preise bei uns. Also auch hier etwas sympathische, freundliche Preise zum Zuschlagen. Wer also einen Güterwagen, einen gedeckten Güterwagen dieser Art sucht, wird also bei uns hier fündig. Und der Preis, denke ich, ist auch sehr attraktiv mit 23,90 €. Es geht weiter im Güterwagenbereich. Militärtransporte sieht man zwar selten heute auf der Schiene, aber sie gibt es noch. Und hier gibt es einen sogenannten Rungenwagen mit zwei Unimox, die zum Lieferumfang gehören. Der Rungenwagen ist Bauart KBS 443. Die Ausführung ist ohne Handbremsbühne beladen, wie gesagt, mit zwei Schuko-Modellen des Unimog S404 der Deutschen Bundeswehr. Fahrzeughalterung und einsteckbare Rungen liegen der Verpackung bei. Die Artikelnummer dieses Fahrzeugs ist 46936 und die unverbindliche Preisempfehlung dieses Fahrzeugs ist 59,99 €. Als Angebot für dieses Wochenende, wo wir diese Livestreams laufen haben, ist 49,90 €. Ich denke auch, dass dieses Angebot mit diesen beiden Fahrzeugen drauf ein sehr unschlagbares, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Und weil wir gerade bei der Bundeswehr sind, fahren wir mal die beiden Wagen raus. Und da gibt es natürlich noch ein Fahrzeug, und ich schiebe Ihnen das mal jetzt ins Bild. Es ist ein sogenannter Schwerlastflachwagen der Bauart RIMM PS 650 der Deutschen Bundesbahn, wird bei uns im Shop angeboten mit der Artikelnummer 48799. Der Wagen ist beladen mit einem Kampfpanzer M48 der Bundeswehr und das ist ein Militärfahrzeug von Schuko. Auch dieses Militärfahrzeug, dieser Panzer, gehört zum Lieferumfang im Set dieses Wagens. Der Schwerlastwagen besteht aus Metall, auch die Ladehalterung und die Befestigungsteile, die man jetzt normalerweise hier noch machen müsste, um das Ganze vorbildlich, liegen ebenfalls der Verpackung bei. Die Länge des Panzers beträgt 77 mm mit Kanone 111 mm und der Wagen hat eine Länge über Puffer circa von 12,4 cm. Die unverbindliche Preisempfehlung dieses Fahrzeugs, liebe Zuschauer, liegt für 66,99 € festgelegt und unser Angebot 55,90 €. Sie sehen also, die Händler kommen Ihnen hier bei unserem Verkauf, bei unserem Teleshopping wirklich sehr entgegen
Und wir haben uns auch gedacht, dass wir für diese Zeit, wo wir hier diese Sendung laufen haben, Ihnen besonders günstige oder sympathische Preise bieten. Und ich denke, das ist so ein sympathischer Preis mit diesen Schwerlastwagen und dem Panzer drauf. Auch den schiebe ich jetzt mal beiseite, denn tada, hups, es kommt noch ein Wagen, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Und das ist ein Kesselwagen. Ein Kesselwagen der Bauart ZANS von GATX, eingestellt bei der ZSSK und kommt mit der Artikelnummer 47542, wenn Sie mögen, zu Ihnen nach Hause. Und die Beschreibung und so weiter können Sie sich also dann auch wie alle anderen Fahrzeuge, die wir hier vorstellen, nochmal auf unserer Webseite, auf dieser Spezialwebseite für das Teleshopping nochmal durchlesen. Denn dort finden Sie nur diese Fahrzeuge, die wir hier vorstellen. Dieses Modell eines vierachsigen 95 Kubikmeter Kesselwagen Bauart ZANS ist ein Privatwagen der KVG Österreich mit Werbung GATX, eingestellt bei der ZSSK aus der Epoche 6. Die unverbindliche Preisempfehlung dieses Wagens ist 57,99 Euro und im Angebot steht er für die 2,5 Tage bei uns hier beim Teleshopping bei Xtrain24 für 48,90 Euro. Auch hier sei nochmal der Hinweis gestattet, alle angebotenen Artikel gibt es in einer limitierten Stückzahl und gelten nur für den Zeitraum heute Freitag von 16 Uhr bis zum Sonntag 20 Uhr. Dann gelten wieder die Normalpreise auf unseren Seiten. Und wir laufen. Die Märklinisten unter Ihnen werden sich sicherlich jetzt schon gefragt haben, was macht der da, der stellt ja nur Wagen vor. Nein, jetzt kommen wir zu den Zugfahrzeugen und tata, ich habe Ihnen hier ein Angebot zu machen. Diese Dampflokomotive der Baureihe 56 der Deutschen Reichsbahngesellschaft der Epoche 2 ist ein Produkt von Brava, aber speziell für Sie, liebe Märklinisten, ausgelegt. Dieses Modell kommt, wie gesagt, als Wechselstrommodell in der Digital-Extra-Version mit Sound und Dampfgenerator. Das möchte ich an dieser Stelle dazu sagen. Also eine sehr umfangreiche Ausstattung vorhanden. Und für diese Lokomotive, also für Freunde der Epoche 2, die also in dem Bereich unterwegs sind und nach dieser Lokomotive bereits gesucht haben, hier haben wir sie für Sie in der MacLean, in der Dreileiterausführung, in der Wechselstromvariante mit Sound und mit Rauch sozusagen. Und das Ganze kostet in der unverbindlichen Preisempfehlung 689,90. Buch, werden Sie sagen, Menge Holz, das stimmt. Unser Angebotspreis für diese Lokomotive beträgt 459,99. Jetzt sollte der ein oder andere doch überlegen und sagen, wow, bei diesem Preisnachlass lohnt es sich doch mal zuzuschlagen. Bitte schön, hier steht diese Lokomotive und wenn Sie sich jetzt entscheiden für dieses Fahrzeug, ist er vielleicht schon in 3 bis 5 Tagen dann bei Ihnen. Also, dieses Angebot ist, wie gesagt, begrenzt. Auch die Stückzahlen sind begrenzt zu diesem Preis. Schlagen Sie jetzt zu, denn diese Angebote kommen, glaube ich, in der Größe nicht mehr zu Ihnen. So, und da wir gerade bei Dampflokomotiven waren und sind, haben wir natürlich für Sie noch eine Dampflokomotive, ebenfalls in der Epoche 2 der Deutschen Reichsbahngesellschaft für Sie im Angebot. Ich werde die mal wegnehmen. Sie können sich gerne nochmal anschauen. Machen wir dann nochmal und bringe Ihnen jetzt eine andere Dampflok zu Gesicht. Das ist die Baureihe 9810 der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Das ist ebenfalls eine Digitalvariante mit Sound und ebenfalls aus dem Hause Brava. Dieses Modell ist ebenfalls mit allen Features, die man sich vorstellen kann, ausgerüstet. Der Motor hat auch Schwungmassen,
Haftreifen, also alles, was einen ordentlichen Lauf für diese Lokomotive eigentlich gewährleistet. Einschließlich natürlich der Kurzkupplung. Das muss ich Ihnen wahrscheinlich auch an der Stelle nicht mehr erklären, denn dieses Angebot können Sie nochmal nachlesen von dieser Lokomotive auf unserer Seite und möchte Sie auffordern, das auch sehr ausgiebig zu tun, denn da kann mehr noch erklärt und gesehen werden, als ich das überhaupt jetzt hier machen kann, schon aus Zeitgründen. Aber dieses Angebot möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Eine wunderschöne, kleine, süße Dampflokomotive für den Nebenbahnbetrieb in der Epoche 2. Wunderbar. So, die unverbindliche Preisempfehlung, das interessiert Sie jetzt wahrscheinlich, ist 399,90. Wir können sie Ihnen für dieses Wochenende für 289,99 € anbieten. Jetzt sagen Sie nichts mehr, ich auch nicht, bin sprachlos, was uns die Händler hier zur Verfügung gestellt haben für Sie, liebe Zuschauer, im Teleshopping. Und das sollte eigentlich auch ein sehr attraktiver Preis für Sie sein. So, jetzt machen wir gleich noch mal ein bisschen Seitenwechsel. Jetzt kommen wir nämlich in die modernen Zugfahrzeuge. So, liebe Märklinisten, wir sind immer noch bei Ihnen und Ihrem Gleissystem, dem Wechselstromsystem. Und ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, wir machen eine mit modernen Lokomotiven weiter. Und da haben wir wieder ein paar Spezialangebote aus dem Hause Brava für Sie bereit. Wir fangen an mit einer Diesellok, die kennt jeder. Das ist die Baureihe 294 der Deutschen Bundesbahn AG Cargo im typischen Verkehrsrot und dem weißen Lätzchen, die da zu sehen sind. Diese Maschine ist mit einer Digital Basic Plus Version mit eingebautem Döhler und Haas Digital Decoder mit Pufferspeicher ausgerüstet und ist bereits vorbereitet mit Sound. Schauen Sie sich nochmal hier auch, man sieht es glaube ich hier, man kann durchgucken auf dieses Lüfterrad. Das sind also sehr fein geätzte Lüftergitter, auch wenn man die Trittstufen und so weiter alles hier sieht, alles in Metallausführung und fein geätzt. Diese Lok ist so, wie sie hier steht, hier fehlen natürlich noch ein paar Zugrüstteile dran, das haben wir uns erspart, aber alleine schon in dem Maße ein absoluter Hingucker. Alle Achsen sind angetrieben. Es sind alle spezifischen Details der Baureihen 290, 91, 94, 95 und 96 berücksichtigt an dieser Lokomotive, einschließlich der Position des Lüfters, zusätzliche Geländer, unterschiedliche Drehgestellbestückung. Beleuchtung ist mit wartungsfreien LEDs, aber das ist ja heutzutage fast schon normal und die Norm. Das Chassis und das Getriebegehäuse sind aus Zinkdruckguss. Mein Gott, ein schwerer Name, Zinkdruckguss. So heißt es richtig. Und man hat einen freien Blick durchs Führerhaus. Weiß nicht, ob man das jetzt mal sehen kann. Ich werde mal mit der Hand dahinter spielen. Na, ein bisschen ahnt man es, man sieht es. Der Lichtwechsel ist klar, der ist automatisch je nach Fahrtrichtung. Und diese Lokomotive ist jetzt in diesen vorgestellten Kurzdetails von mir unter der Artikelnummer 41512 bei uns hier im Sondershop beim Teleshopping bei Xtrain24 zu haben. Die unverbindliche Preisempfehlung, jetzt kommt, Sie werden es vielleicht schon auf dem Bildschirm neben mir gesehen haben, ist 344,90 und in der Ausstattung, die ich Ihnen jetzt gerade kurz mitgeteilt habe, Sie können es aber gern nochmal nachlesen auf unserer Seite, diese Lokomotive bekommen Sie für 229,99. Herz, was willst du mehr? Für diesen Lokklassiker in der Ausstattung ist das eigentlich ein Top-Angebot. Ja, und weitere Angebote jagen jetzt das nächste auf unserem wunderschönen Diorama. Wenn Sie sich jetzt fragen, was ist das, kann ich Ihnen auch noch mal kurz erklären. Das ist das Arkadensystem von Modellbahn Engel. Das werden Sie sicherlich schon mal gehört haben. Wir haben bei uns hier auf Xtrain24 ebenfalls darüber mit dem Manuel Engel schon einen Film gemacht. Da können Sie sich das alles noch mal ansehen. Dieses Teil wird zusammengebaut ohne Kleben und Sie können sich, bevor die Schienen natürlich runternehmen, sogar draufstellen, es bricht nicht zusammen. Also eine sehr stabile Konstruktion. Dieses Arkadensystem, wer seine Anlagen umbauen will, das mal ganz nebenbei, kann also im Großstadtsystem diese Sachen wunderbar verarbeiten. So, genug der Rede. Die Lok nehme ich Ihnen jetzt aus den Augen.
zack, nochmal 10 schnell. So, jetzt nehme ich sie Ihnen mal weg, setze hier an den Bahnsteiggleis, ans Nachbargleis. Und jetzt kommt eine Lokomotive, die ich Ihnen präsentieren möchte. Wenn ich was zu sagen hätte, liebe Zuschauer, liebe Märklinisten, wenn ich was zu sagen hätte, wäre das die Lok, das Modell des Jahres. Das ist in meinen Augen der Hammer. Diese Lokomotive in der Farbgebung, habe ich gerade zu meinen Kollegen hier im Studio gesagt, es ist ja fast zu schade, so teil zu altern. Man muss die so aufnehmen, in sich aufnehmen, so wie sie hier steht. Es ist eine Diesellokomotive Gravita 15D, Baureihe 265, InnoTrans 2012 mit Void Turbo und in DC-Ausführung, allerdings hier in der Analog-Variante. Das heißt, die ist noch nicht digitalisiert. Der Motor ist mit Schwungmasse ausgerüstet, hat zwei Haftreifen, die Lokomotive, Dreilicht, Spitzenbeleuchtung, Weiß-Rot wechseln je nach Fahrtrichtung, das ist schon üblich, Kupplungsaufnahme nach NEM 362, also ohne Kurzkupplungskinematik und hat Federpuffer. Ich tue hier mal drücken, Sie sehen das. Also wenn Sie etwas ungeschickt beim Rangieren sind, machen Sie sich Ihre Wagen noch nicht mal kaputt. Das ist also ein sehr schönes Detail. So, diese Lokomotive, keine Kurzkupplungskinematik. Es sind auch wie bei den anderen Lokomotiven oder bei den angebotenen Lokomotiven von Brava, speziell für die MyClean-Fahrer, für die Wechselstromfahrer, alle Details dieser Lokomotive schon eingeflossen von den Vorgängerversionen. Diese Modellvariante, und das möchte ich Ihnen nochmal dazu sagen, ist nicht digitalisierbar. Das heißt also, wenn Sie sich für diese Lok entscheiden, ist das ein Spezialangebot für die Analogfahrer. Muss ich jetzt mal dazu sagen. Wir schauen nochmal am besten von oben aufs Detail, weil diese Lok ist wirklich so klasse. Jawohl, da haben wir es nochmal. Auch hier diese eingesetzten Dachlüftergitter sind aus Metall und geätzt. Die Treppenstufen, die Aufstiegsstufen sind ebenfalls in Metall geätzt. Die angesetzten Gitter sind extra angesetzt, sind nicht aus Metall. Aber trotzdem ist diese Lok ein Hingucker. Ich sage Ihnen jetzt schnell nochmal meine Artikelnummer. Das ist die 42726. Sie haben es ja auch im Bildschirm hinter mir eingeblendet. Und diese Lok hat einen Angebotspreis, eine unverbindliche Preisempfehlung für 244 Euro. Das ist, denke ich, schon mal ein Hammerpreis. Aber liebe Analogfahrer, es gibt ja noch welche, die sagen, nö, digital will ich nicht, ich bleib dabei. Das wäre diese Lok, die auf Ihrer Anlage fehlt. Und Sie kriegen sie für ein Angebot. Sie sehen es gerade hinter mir. Für 159,99. Also da, wer jetzt sagt, nee, will ich nicht, der ist selbst schuld. Ich muss immer wieder dazu sagen, allen Zuschauern, man kann es nicht oft genug sagen, es sind begrenzte Angebote, die also nur für diese drei Tage oder knapp drei Tage gelten, von Freitag bis Sonntag. So, jetzt haben Sie bloß noch eine Chance zuzuschlagen. Ich lasse diese Lok gleich mal stehen. Weil diese gleiche Lokomotive gibt es noch in einer anderen Ausstattungsvariante unter der Artikelnummer 42729. Sie sehen es jetzt bereits im Bildschirm. Allerdings ist die richtig toll ausgestattet. Sie hat also eine Digital Basic Plus Version mit eingebauten Döhler und Haas Digital Decoder. Da bleibt eigentlich schon fast kein Wunsch mehr für Sie offen an der Stelle. Der Motor hat zwei Schwungmassen, es sind zwei Haftreifen drauf, alle digitalen Funktionen, die möglich sind, wie Lichtwechsel, Führerhausbeleuchtung etc., kann man also abrufen, ganz normal über den Digital-Decoder. So, der Motor Schwungmassen hatte ich bereits gesagt und die Kupplungsaufnahme nach NEM 362, aber auch wieder ohne Kurzkupplungskinematik. Muss ich jetzt dazu sagen, das ist ebenfalls eine Lok, die keine Kurzkupplungskinematik hat. Die Federpuffer, hatte ich vorhin schon gezeigt, ich zeige sie nochmal, sind gefedert. Also auch bei der zweiten Ausstattungsvariante. Alles andere wie gehabt, freier Durchblick durchs Führerhaus, geätzte
Kühler- und Lüftergitterabdeckung und so weiter. Also alles in der Form nachzulesen, auch bei unserem Angebot auf unserer Extra-Seite. Und diese Maschine mit der Artikelnummer 42729 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 359,90 und ist bei uns zu haben für 239,99. Auch hier muss ich sagen, ich wiederhole jetzt den Werbespruch nicht, wer mehr bezahlt, ist selber schuld. Das werden Sie vielleicht schon mal gehört haben. Aber dieses Angebot gilt auch nur für diese 2,5 Tage. Dann geht das Ganze wieder in den Normalpreis über. Sicherlich nicht in die unverbindliche Preisempfehlung. Aber dieses Angebot für 239,99 ist im Grunde genommen unschlagbar für diese Lokomotive. Und wer die kauft, ich habe eine Bitte, nicht altern. Denn die ist viel zu schön, sich hier anzuschauen, auch von der Farbgebung. Und das ist der Hingucker auf Ihre Anlage. So, dann möchten wir uns jetzt mal von dieser Lok verabschieden. Ich nehme sie weg. Na, nochmal gucken. So, jetzt nehme ich sie weg. Setze mal hier drüben hin ans Bahnsteiggleis. Jetzt haben wir natürlich noch eine Diesellok für dieses Wochenende im Angebot. Es ist eine Baureihe 211 der Deutschen Bundesbahn, also der Klassiker schlechthin. Ich hole sie mal von hier hinten und stelle sie Ihnen mal ins Bild. Ich hoffe, ich habe das richtig getroffen. Oh, super, sogar ohne Aufgleishilfe, die Lok steht. Der Draufsicht sagt schon vieles und kann man auch hier zum Beispiel schon sehen, wieder diese geätzten Lüftergitter mit Durchblick auf das Lüfterrad. Also ganz wunderbar. Diese Artikelnummer von dieser Lokomotive, kann ich Ihnen auch schon sagen, ist die 42851. Sie kommt also in der typischen Epoche 4 Lackierung und die Betriebsnummer zum Beispiel ist die 211-259-7. So, Wechselstrom hatten wir schon gesagt. Wir sind immer noch bei Ihnen, liebe MacLean-Fahrer. Diese Lokomotive ist in der Digital-Extra-Version mit eingebauten Döhler und Haas Digital-Decoder mit Licht- und Soundfunktionen zu haben. Die Lokomotive hat also eine Plax 22 Schnittstelle, der Motor wiederum mit Schwungmasse, zwei Haftreifen, drei Licht-Spitzenlichtfunktionen, je nach Fahrtrichtung weiß-rot wechselnd. Dass diese Maschine wieder freien Durchblick im Führerhaus hat, brauche ich nicht zu sagen. Auch die Führerstandsnachbildung ist sehr schön nachgebildet und auch zu sehen. Ist eigentlich alles klar. Die Kupplungsaufnahme nach NEM 362. Jetzt habe ich mir hier gerade ein bisschen was weggenommen. Also nach 362, das heißt also keine Kurzkupplung und der Federpuffer. Ich mache mal gucken, ob das tatsächlich stimmt. Tatsächlich. Die puffern Federn. So, diese Lokomotive, so wie sie hier steht, mit der Artikelnummer 42851, ist zu haben in der unverbindlichen Preisempfehlung für 419,90. Da werden Sie sagen, ist der verrückt. Für 400 € will ich nicht haben. Welchen Preis hat Buttig für Sie? Kann ich Ihnen sagen, 279,99, so wie es auch hier gerade in der Grafik zu sehen ist. Auch das ist ein Angebot, wenn Sie jetzt mal die unverbindliche Preisempfehlung sehen und das, für was diese Lok in der Ausstattung zu bekommen ist, einfach auch unschlagbar. Ich denke, das dürfte Ihr Herz höher schlagen lassen. Ja, und da sind wir erstmal soweit fertig mit den Angeboten für Sie, liebe MacLean-Fahrer, was ich Ihnen heute hier präsentieren wollte und durfte. Die nächsten Angebote kommen natürlich auch noch, nur nicht heute. Wir haben uns das ein bisschen aufgehoben, denn Sie wissen ja, es ist diese Black Friday-Woche und es wird einen Black Friday geben, auch bei uns. Bei X-Train 24 nächste Woche, nächsten Freitag, werden Sie weitere Angebote finden, nur nicht mit mir. Allerdings dann auf dieser Seite, wo Sie jetzt schon rumsurfen, werden diese besonderen Angebote kommen. Ich würde Ihnen also empfehlen, schauen Sie einfach nach, was wir nächste Woche noch für Sie vorbereitet haben. Und ich kann jetzt schon versprechen, machen Sie es ruhig, es lohnt sich. So, ein weiteres Angebot für unsere Dreileiterfahrer, für unsere Merkelnisten, steht auch hier vor mir. Es ist eine moderne Elektrolokomotive der Baureihe 102 der DB AG mit der Artikelnummer 36202 bei uns zu finden. Und diese Lok hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 279,99 €.
und ist für 269,99 € bei uns zu haben. Die Maschine ist ausgeführt folgendermaßen. Das Fahrgestell und der Aufbau ist in Metallausführung mit Digitaldecoder MFX und umfangreichen Geräuschfunktionen versehen. Der Spezialmotor, zentral eingebaut, treibt 4 Achsen über Kardan an und die Lok hat hat Haftreifen. Die hat auch die üblichen typischen Features wie mit der Fahrtrichtung wechselnde Dreilicht, Spitzensignal, 2 rote Schlusslichter und so weiter und so weiter. Alles andere kann man dann nochmal genauer nachlesen, wer für sich diese Lokomotive interessiert, auf dieser Angebotsseite von X-Train 24 für dieses besondere Wochenende. Diese Lokomotive mit der Artikelnummer 36202, die Elektrolok-Baureihe 102 der DB AG, ist im Angebot bei uns für 269,99 € zu haben. Ein weiteres Angebot von Märklin sehen Sie jetzt gerade vor mir stehen, die Elektrolok, die Baureihe 110.3 der DB mit der Artikelnummer 39124. Diese Lok gibt den Betriebszustand um 1979 wieder und hat die Betriebsnummer 110365-4. Die Ausführung mit Bügelfaltenfront ist auch sehr unschwer zu erkennen, also für alle Bügelfaltenfans eigentlich ein Muss. Und sie hat auch eine kleine Besonderheit, sie hat ein lackiertes Frontlätzchen dran. Diese Maschine ist ausgerüstet auch mit einem Digitaldecoder MFX Plus mit umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb ist zentral eingebaut, 4 Achsen über Kardan angetrieben und die Maschine hatte auch Haftreifen. Die fahrtrichtungsabhängig wechselnden Schlusslichter und so weiter, das ist ja eigentlich schon eine ganz normale Ausstattung. Dieses Modell mit der Artikelnummer 39124 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 329,99 € und das Angebot eines uns angeschlossenen Händlers hier auf X-Train beträgt für diese Lok 319 €. Ja, liebe Märklin-Freunde, nun brauche ich Ihnen und auch die anderen Modellwagen-Freunde, die hier zuschauen, nichts mehr dazu erklären, denn das, was hier steht, ist das Highlight schlechthin. Leider Gottes nicht mehr im Original zu fahren. Sie wissen, das Fahrzeug hatte vor ein paar Jahren einen schweren Unfall und dieses Fahrzeug wurde so schwer beschädigt, dass ein Wiederaufbau zu teuer käme und auch nicht lohnt. Aber es gibt diesen Zug, diesen gläsernen Zug, ja auch noch im Modell. Die Baureihe 491 der DB in AC-Ausführung und Sound, das ist ganz klar. Das ist eigentlich insofern schon eine wunderbare Maschine für Ihre Anlage, zumindest für die, die also auch gestaltungsmäßig da unterwegs sind, mit Aussichtszügen zu fahren. Ausgestattet ist dieses Fahrzeug mit einem Scheren- und einem Einholm-Stromabnehmer, jeweils mit Doppelschleifstück. Und der Triebwagen trägt die Betriebsnummer 491001-4 und gibt den Betriebszustand von 1986 wieder. Der Antrieb erfolgt ebenfalls geregelt ist ein Hochleistungsantrieb auf 2 Achsen in einem Drehgestell. Das Modell hat selbstverständlich auch Haftreifen, wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Er fährt in der Regel alleine, aber vielleicht haben sie eine starke Steigung drin, dass er also mit Haftreifen unterwegs sein muss. Das Fahrzeug hat eine eingebaute Inneneinrichtung mit Fahrgästen, so wie Sie es hier sehen, und natürlich auch einen Triebwagenführer. Die Innenbeleuchtung ist klar, ist dabei. Fahrtrichtungsabhängig wechselnde Dreilicht, Spitzensignal auf 2 rote Schlusslichter ist ebenfalls ganz normal und da. Und betrieben wird die Beleuchtung über Leuchtdioden-LED. Die Innenbeleuchtung kann als digitale Zusatzfunktion gedimmt werden. Das ist also auch sehr schön, wenn das Fahrzeug auf der Anlage im Nachtbetrieb unterwegs ist und es strahlt hier drin, als wenn ein Filmteam drin wäre, ist das auch nicht so toll. Also ebenfalls ein nützliches Feature. So, diese Lokomotive hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 349,99 € und kommt als Angebot für 329 € für dieses Wochenende unter den Hammer. Wer schon immer ein Auge auf diesen Trieb
Zug gelenkt hat, auf diesen gläsernen Zug, muss man ja nun korrekterweise sagen, für 329 Euro ist er an diesem Wochenende bei uns im Angebot. Ja, liebe Modellbahnfreunde, liebe Märklin-Freunde, Sie sehen jetzt diese Lokomotive bereits vor mir stehen. Die königliche Lok der königlich-bayerischen Staatseisenbahn, die S26 in der Epoche 1. Man muss die Maschine erstmal so ein bisschen sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist für mich auch unfassbar, eine unfassbar schöne Lok. Als damals die Maschinen entworfen sind, hat man auch noch ein bisschen was für den Charakter der Maschinen getan. Es ist wie im Automobilbau, wenn man die Autos sich heute anguckt, sie sehen fast alle gleich aus. Aber zu der Zeit wurden die Lokomotiven noch mit ihren Gesichtern einen gewissen Charakter eingehaucht. Und das ist bei dieser S26 natürlich genauso. Die Ausführung, der für den Einsatz im linksrheinischen, im pfälzischen Netz genutzten Schlepptender-Lokomotive in dieser wunderschönen braun-violetten Grundfarbgebung mit goldenen Kesselringen, man sieht es auch ganz deutlich hier, gibt den Betriebszustand um 1910 bis 1912 wieder. Eine unglaubliche Zeit. Da haben wir, glaube ich, alle noch nicht gelebt, als diese Maschine gebaut wurde. Schon deswegen sollte man sich bemühen, diese Lok, wenn man in dieser Epoche unterwegs fährt oder eben diese Lokomotive als Traditionsfahrzeug benutzt mit dem passenden Wagen, ist natürlich der absolute Hammer auf jeder Anlage. So, die Maschine hat einen Digitaldecoder MFX Plus mit umfangreichen Geräuschfunktionen, das klingt schon mal sehr gut, und hat auch einen geregelten Hochleistungsantrieb. Zwei Achsen angetrieben mit Haftreifen und die Maschine ist vorbereitet für einen Raucheinsatz. Alle anderen digitalen Features, die wir von den normalen anderen Lokomotiven kennen, sind natürlich da, fahrtrichtungsabhängig, Lichtwechsel und so weiter. Führerstandsbeleuchtung ist dabei zusätzlich digital schaltbar. Also viele, viele Dinge, die zusätzlich eingebaut sind. Auch ein Zugbegegnungslicht. So, und dann schauen wir uns noch mal die Lok etwas näher an mit dem detaillierten Fahrwerk, mit durchbrochenen Bahnrahmen, windschnittige Verkleidung von der Rauchkammer, Kamin, Dom und Zylindergruppe sowie windschnittig gestaltetes Führerhaus. Was man damals unter windschnittig natürlich verstanden hat. Heute würde man da wahrscheinlich das Ding durch den Computer jagen. Dann würde aber auch, glaube ich, die Lok nicht mehr so aussehen, wie sie aussieht, so wie sie hier vor uns steht. Also ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Modell. So, dann müsste noch erwähnt werden, dass eine Kurzkupplung zwischen Lok und Tender ist. Man kann es auch sehr deutlich sehen. Auch das ist hier sehr gut gelungen an diesem Modell. Und die Kurzkupplung brauche ich also hier auch nicht mehr erwähnen. Der befahrende Mindestradius, und das ist, glaube ich, interessant für den, der jetzt sagt, die Maschine will ich haben. Aber warten Sie ab, ich habe den Preis noch nicht gesagt. Also der Mindestradius ist 360 mm. Und die Länge über Puffer dieser Lokomotive ist 25,1 cm. Jetzt kommen wir zu dem Preis und nochmal zu der Artikelnummer. Man kann die technischen Sachen nochmal abrufen auf unserer Seite. Dort ist auch abgebildet mit der Artikelnummer 37018. Die unverbindliche Preisempfehlung dieser Maschine ist 499,90 und das Angebot steht bei uns für 479 Euro. Ich muss jetzt dazu sagen, wir haben auch gerade noch mal bei Märklin nachgeschaut, diese Lokomotive ist werksseitig ausverkauft. Das heißt also, wer jetzt diese Maschine haben will, bekommt sie eigentlich nur noch bei uns. Jetzt, liebe Märklin-Freunde, habe ich noch zwei Packungen anzubieten. Das sind die Kids Start-up-Verpackungen oder Packungen. Und zwar einmal anzubieten den Kranwagen-Set Feuerwehr. Da ist eine realitätsnahe Feuerwehrsound dabei, Martinson, Alarmmelder, Einsatzalarm, Funkspruch und Betriebsgeräusch, vielfältige Spielmöglichkeiten rund um das Thema Feuerwehr. Was ist drin? Ein Kranwagen mit drehbarem Aufbau,
beweglichen Ausleger und Handkurbel für das Kranseil, Kranschutzwagen mit Auslegerstütze, Gerätewagen mit eingebauten Digitaldecoder, damit Sie auch die Sounds hören, das ist ja auch ganz klar. Und der Digitaldecoder MFX und Stromzuführung für seriell schaltbare Soundfunktionen. Alle Wagen mit Relax-Kupplung, Gesamtlänge über Puffer 32 cm. Die Artikelnummer 44752 ist bei uns ja auf der Seite so zu sehen. Die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Set, das ist eigentlich ein Erweiterungsset für die Startpackung gedacht, kostet 69,99 und im Angebot ist es für 59,99. So, dann haben wir für die Kinder ebenfalls noch ein kleines Set, und zwar aus der Technik erfahren, Märklin My World. Es sind drei Güterwagen, die also auf den Gleisen von Märklin fahren können. Ist als Erweiterungsset gedacht für Kinder bzw. für bestehende bereits Starterpackungen kann man diese Dinge ebenfalls mit einsetzen. Bei uns mit der Artikelnummer 44140 gelistet. Und der UVP dieses Sets kostet 69,99 und bei uns im Angebotspreis für dieses Wochenende für 59,99 zu haben. Unser Angebotsreigen geht weiter, liebe Zuschauer. Jetzt wechseln wir wieder die Marke. Wir hatten ja im vorgehenden Stream sozusagen die Märklin-Fahrer bedacht mit allem, was wir so für dieses Wochenende im Angebot haben. Jetzt sind wir bei Harris. Sie wissen ja, Harris stellt ja sehr viele exotische Waggons her. Und da haben wir schon den ersten, den rollenden Weinkeller. Das ist ein Fahrzeug der Gattung der Epoche 3. Ich finde es ja auch passend für diese Jahreszeit. Es fangen jetzt an, auch die Weihnachtsmärkte demnächst. Der rollende Weinkeller klingt schon mal gut. Vielleicht gibt es ja auch Glühwein in diesem Wagen, wenn mit diesem Wagen verreist werden sollte. Auf alle Fälle war dieses Fahrzeug, es ist ein XMC 4i-44, mein Gott, werden wir es denn rauskriegen, mit der Artikelnummer 11148. Ja, die Farbe, Sie sehen, er ist in einem schicken Grau gehalten, die Enden und die Inneneinrichtung blau. Ich hoffe nicht, dass das dann für die mitfahrenden Gäste gilt, dass die sich ein bisschen zusammenreißen können, aber es ist ein typischer Vertreter und ein typisches Fahrzeug der damaligen Behelfspersonenwagengruppe. Und als er dann nicht mehr gebraucht wurde, wurde er wenigstens, ich sage es jetzt mal salopp, zum Saufwagen umgebaut. Also der rollende Weinkeller, ebenfalls ein wunderbares Fahrzeugmodell, ein Exot, ein Hingucker auf ihre Anlage. Zum UVP von 52 Euro. Dann kennen Sie das Spielchen ja bereits. Der UVP, Sie sehen es ja auch gerade rechts bei mir im Bild im Fernseher, ist natürlich nicht das Maßgebende, sondern dieses Fahrzeug ist bei uns im Angebot für 41 Euro. Das heißt also, wer dieses Fahrzeug haben möchte, schlagen Sie zu. Es gilt für alle anderen Angebote, alles nur begrenzt. Es ist tatsächlich so, ich mache keine Witze. Es wird also nicht allzu viel Wagen davon geben, hier in dem Verkauf zu diesem Preis. Wir machen aber gleich weiter mit Harris, denn den Weinkeller schieben wir jetzt mal beiseite, obwohl er sehr verlockend ist, sage ich mal. Den tun wir da mal beiseite. Ich hatte neulich auch bei uns auf der X-Train-Seite gelesen, dass es also auch Leute gibt, die einen Heizwagen suchen. Bitteschön, die Heizwagen sind meistens überall ausverkauft, so wie ich mitbekommen habe. Aber bei Harris kann man fündig werden und ich schiebe Ihnen jetzt mal diesen Heizwagen ins Bild. Es ist ein vierachsiger Heizwagen der Deutschen Bundesbahn in flaschengrüner Ausführung in der Epoche 4-5 mit der Wagennummer 50-80-99-40, 504-4, der RBF Karlsruhe. Es ist also ein sehr detailliertes Modell mit Kupplungsaufnahme nach NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik, hat zahlreiche Zugussteile und offene Faltenbälge. Auch dieses Fahrzeug ist zur UVP mit 52 Euro gelistet und unser Angebotspreis gilt auch hier wie für den hier stehenden rollenden Weinkeller 41 Euro.
Wer also diese Wagen sucht, und das sind ja auch wirklich exotische Wagen, die man überall einsetzen kann, aber auch abstellen kann, hier ist er noch bei uns zum etwas sehr guten Angebotspreis und auch in etwas sehr begrenzter Stückzahl. Also nicht zögern, zuschlagen. Diesen Heizwagen nehme ich Ihnen jetzt mal aus dem Sinn, den stellen wir hier mal ans Bahnhofsgleis. Und da gibt es noch ein drittes Angebot von Heres, und zwar ein Postwagen. Das sind ja auch sehr selten gewordene Fahrzeuge, die man ja nur noch selten auf den Schienen trifft, weil ja heute alles auf der Straße fährt und die DHL-LKWs, die sieht man ja allenthalben. Also hier einen Postwagen der Gattung Post A2 der Epoche 4, der Briefpost sozusagen, Ausführung in grüner Farbgebung, ebenfalls sehr detailreich bedruckt, lackiert und eigentlich in der Ausführung sehr schön, hat auch eine Kupplungsaufnahme nach NEM 362, kann also kurz gekuppelt werden und auch hier, wie bei den beiden Vorgängerangeboten, dieses Fahrzeug, der Spurweite H0 für 52 Euro in der UVP mit der Artikelnummer 11294 und kostet im Angebot 41 Euro. Wenn Sie also diesen Wagen schon lange gesucht haben und sagen, Mensch, da ist er, bitte, hier steht er, bei uns klicken, kaufen und dann können Sie mit dem Ding schon losfahren. So, liebe Modellwagenfreunde, wieder Wechsel der Marken. Wir sehen jetzt eine Rangierlok in der Baugröße H0. Es ist eine V20. Der Versierte wird vielleicht sagen, ach, das ist Lenz, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Es ist eine Lenz-Lok und diese Lokomotive steht bei uns ebenfalls zu einem sehr attraktiven Preis zum Verkauf an. Aber erstmal zu den Details. Die Ausführung, so wie sie jetzt hier steht, ist mit der Artikelnummer 30120-01 bei uns auf der Webseite zu finden. Es ist eine Diesellokomotive Baureihe 20 der Deutschen Bundesbahn Epoche 3. Es gibt dann noch andere Farbvarianten, dazu kommen wir aber gleich. Diese Maschine hat einen Maxenmotor auf allen Achsen angetrieben, Stromabnahme über alle Räder, fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel mit Rangierlicht, Pufferkondensator, Railcom und ABC. Die fernbedienbare Kupplung funktioniert analog wie digital. Diese Lokomotive mit dieser eben genannten Artikelnummer, die mir einfach schlicht und ergreifend zu lang war, jetzt nochmal zu wiederholen. Sie sehen es ja außerdem hier neben mir auf dem Bildschirm nochmal mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro. Und diese Lok wird zum absoluten Hammerpreis von 159 Euro bei uns hier angeboten. Ich wiederhole das gern nochmal. Das Angebot gilt von Freitag, also von heute, bis zum Sonntag 20 Uhr. Wer also diese Lokomotive braucht, wer also sagt, das habe ich schon lange gesucht, kann diese Lokomotive zu diesem unschlagbaren Preis erwerben. So, nun gibt es natürlich auch noch andere Farbvarianten zu dieser Lokomotive. Das ist also eine Epoche 3 Maschine. Und kommen wir nochmal zu einer weiteren Formvariante unter der Artikelnummer 30121-01. Sie werden mir jetzt verzeihen, ich habe die gleiche Lok hier stehen. Die Form ist dieselbe geblieben. Auch die Farbvariante ist dieselbe geblieben. Sie sehen aber jetzt gerade auf dem Bildschirm eine Deutsche Reichsbahn-Lok stehen. Unter dieser Artikelnummer die gleiche Ausstattung, so wie ich sie eben beschrieben habe, mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro. Auch diese Lokomotive in dieser Variante für 159 Euro zu haben. So, und jetzt wechseln wir nochmal die Artikelnummer. Nämlich, jetzt kommen wir auf die 30122-01. Das ist dann eine Diesellokomotive, die gleiche Maschine, diesmal allerdings als Baureihe 270. Sie sehen es auch hier auf dem Bildschirm, 021-9 der Deutschen Bundesbahn. Ein Epoche 4 Modell. Gleiche Ausstattung, gleiche Features wie die anderen Lokomotiven, nur eine andere Farbvariante. Und auch hier gilt 249 unverbindliche Preisempfehlung und bei uns
im Ausverkauf und wirklich zum Schnäppchenpreis von 159 Euro zu haben. Ja, wer hat's gedacht? Das ist eine Lenzlok. So, wir sind immer noch in der Baugröße H0 unterwegs. Sie sehen das auch an der vor mir stehenden, an dem vor mir stehenden wunderschönen Diorama. Das Arkadensystem von Modellbahn Engel, ich erwidere das oder erwähne das gerne nochmal. Auch dieses System ist bei uns im Angebot, nur nicht heute, sondern nur mal so als kleine Appetitzappen, was man da machen kann. Als Gleissysteme kann man natürlich normales H0 oder auch das Märklin C-Gleis zum Beispiel nehmen. Dafür ist das speziell konstruiert worden. Ich finde, es ist auch eine sehr schöne Angelegenheit und der eine oder andere wird schon geguckt haben und sagen, Mensch, das ist toll, gehen Sie bei Xtrain24 mal auf die Seite und googeln mal, suchen mal danach, dann ist das also alles zu finden. Und da gibt es vom Modellbahn Engel ja noch viel, viel mehr. Ja, was ich Ihnen jetzt vorstellen will, Sie sehen es auch hier rechts gerade in der Grafik, den Robel Gleiskraftwagen ohne Antrieb. Es ist ein Fertigmodell mit der Artikelnummer 26100. Und kommt in der Ausführung des DB-Netz-Instandhaltung. Der Robel Gleiskraftwagen 5422 ist das. Das Modell ist ohne Antrieb und ist ein zusammengesetzter Bausatz. Nochmal die Artikelnummer 26100. Die unverbindliche Preisempfehlung war oder ist 84,95 €. Ist ja schon erheblich preiswerter als der Robel, der mit Motor kommt. Sie werden das sicherlich wissen. Den Robel gibt es ja auch fürs Märklin-Gleis, also als Wechselstromausführung. Der eine oder andere, der jetzt aus der Märklin-Sparte und zuschaut, wird das wissen. Die kosten schon einiges, diese Fahrzeuge, aber man kann ja diesen Robel auch motorlos als Bausatz draufsetzen. Und Sie erinnern sich, wer bei uns auf den Seiten schon mal gestöbert hat. Wir haben zum Beispiel einen Niederbordwagen mit Antrieb mal vorgestellt von Fiesmann. Das heißt also, so ein ganz normaler gelber Bauwagen, der einen Unterflurantrieb hat, ziemlich flach gehalten auch. Und mit diesem Unterflurwagen kann man zum Beispiel diesen motorlosen Robel ziehen. Aber auch andere Fahrzeuge, die motorlos angeboten werden aus dem Hause Fiesmann. So, ich hatte gerade gesagt, die unverbindliche Preisempfehlung ist 84,95 € und angeboten wird er hier für dieses Wochenende für 69,90 €. Wer also mit diesem Robel schon mal geliebäugelt hat, auch hier meine Empfehlung, kaufen Sie ihn sich jetzt zu diesem Preis, denn dieser Preis kommt nur an diesem Wochenende und wird es nicht wieder geben. Was dann nächste Woche kommt zum Black Friday, was wir da alles anbieten, da wird es ja auch über das gesamte Wochenende auf unseren Seiten besondere Angebote geben. Da gibt es dann auch noch Hinweise bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Machen Sie sich da einfach mal schlau, wann das dann losgeht und welche Angebote wann kommen. Aber dieses Fahrzeug, beziehungsweise dieses Fahrzeug, was wir Ihnen jetzt hier zeigen, das wird es also nur an diesem Wochenende zu diesem Preis geben. Dann machen wir gleich weiter. Ebenfalls ein Fertigmodell ist der Teleskopkran Gottwald. Mein Gott, werden wir es rauskriegen. Sie sehen ihn ebenfalls jetzt hier im Bild mit der Artikelnummer 16000. Ist auch ein Bausatz für einen schienengebundenen Schwerlastkran für den Bahnbau. Er hat also 4 Doppelachslaufwerke mit 8 Radsätzen, Kupplungsaufnahme nach NEM 362, ist ein Fertigmodell, wie eben bei dem Vorgänger beschrieben, ebenfalls motorlos. Und wenn Sie diesen Antriebswagen haben, kann man also diese ganzen Modelle wunderbar hinten dran hängen. Ist ebenfalls ein sehr attraktives Modell und wer so ein bisschen Bahnbauszenen auf seiner Anlage nachstellen möchte oder ins Auge fasst, es zu tun, da ist er auch mit diesem Modell eigentlich sehr gut beraten, zum Beispiel Brücken einhängen oder ähnliche Sachen. Solche Szenen kann man ja nachstellen. Die unverbindliche Preisempfehlung für diesen Bausatz sind 69,95 € und unser Angebot für Sie für dieses Wochenende für 47,90 €. Also Sie sehen schon, wir haben da sehr interessante Preise für den Modellbahner. Der eine oder andere wird jetzt sagen, boah, das brauche ich. Also schwupps auf unsere Seiten, gucken Sie sich diese Sonderseite, die wir für diese Sendung, für dieses Teleshopping gemacht haben, an. Da finden Sie noch viel, viel mehr Angebote und da ist auch dieser Bausatz dabei. So, wir sind wieder noch bei Fiesmann, beziehungsweise, muss ja sagen, Kibri. Denn Sie wissen ja,
unter der Marke, Dachmarke Fissmann, ist auch Vollmer und Kibri vereint und das ist ein fertiges Modell aus der Marke Kibri. Ein Niederbordwagen mit Atlasbagger der Firma Gleisbau. Dieses Fertigmodell ist also sofort einsatzbar, kann auch mit dem Niederbordwagen, wobei das sieht dann dumm aus, da müssen sie wahrscheinlich schon ein anderes Zugfahrzeug machen. Aber man kann ja einen Unimog zum Beispiel davor hängen, den es auch aus dem Hause Kibri gibt, diesen Zwei-Wege-Bagger kann man dann dranhängen. Dann können sie natürlich auch diesen Niederbordwagen wieder nehmen und da sieht das aus, als wenn der Unimog das Ganze zieht oder eben andere Fahrzeuge, die da irgendwie motorlos mit dranhängen. Also eine wunderbare Idee. Der Bagger übrigens ist um 360 Grad drehbar, mache ich jetzt nicht. Der hat hier noch die Ladungssicherung dran, die möchte ich auch dran lassen. Nur mal so ganz nebenbei, man kann also auch hier eine wunderschöne Szene nachstellen. Dieser Kibri Niederbordwagen mit Atlasbagger wird bei uns zur UVP von 69,95 verzeichnet. Aber im Angebot für 46,90 und nur dieses Wochenende angeboten. Wer also seinen Bauzug erweitern möchte oder generell darüber nachdenkt, mit einem Bauzug mal auf eine Anlage zu fahren, hier ist das erste Angebot für Sie, diesen Niederbordwagen entsprechend einzusetzen oder aber auch in bestimmten Bauszenen zu verwursteln. Das waren eigentlich erstmal die Angebote, die wir von aus dem Hause Fissmann für Sie bereithalten. An alle Ludmilla-Fans machen wir jetzt ein ganz besonderes Angebot. Bitte aufgepasst, hier ist eine Baureihe 232 der Ecorail aus dem Hause Rocco im Angebot. Diese Lok ist nicht digitalisiert, die Lok ist analog und kommt mit der Artikelnummer 52466 bei uns zum Angebot. Es ist eine Farbvariante der Ecorail und der Motor hat eine Schwungmasse. Angetrieben wird die Lok auf 6 Achsen. 2 davon sind mit Haftreifen. Die Kupplungsaufnahme ist nach NEM 362 ohne Kurzkupplungskinematik. Und das Modell hat eine Plax 16 Schnittstelle zur Aufnahme eines Digitaldecoders. Dieses Modell mit der Artikelnummer 52466 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 114,90 Euro. Sie werden es auch sicherlich gleich nochmal in der Grafik am Bildschirm sehen und kommt für 109,99 Euro. Ich will jetzt nicht sagen, unterm Hammer das klingt, das wäre etwas zu brutal gedacht und alle Ludmilla-Fans würden mich jetzt steinigen. Nein, für 109,99 Euro ist sie zu haben. Und kann natürlich dann später mit allen digitalen Features ausgestattet werden, denn wie gesagt, sie hat ja eine Schnittstelle. So, nun komme ich wieder mit einem ganz exklusiven und ganz besonderen Angebot, liebe Modellbahnfreunde. Sie sehen es bereits vor mir aufgebaut. Das sind die Kraftpakete auf den Schienen der Deutschen Bahn, hauptsächlich betrieben von den privaten Betreibern. Sie sehen in der Mitte die wichtigste Lok, es ist eine Blue Tiger Diesellokomotive der Captrain Deutschland GmbH in der Epoche 6. Diese Lok wird angetrieben über einen 5-poligen Motor mit 2 großen Schwungmassen. Sie hat eine 21-polige Schnittstelle nach NEM 660 zur Aufnahme eines Digitaldecoders. Die Stromaufnahme erfolgt über alle 6 Achsen, Lichtwechsel weiß-rot mit der Fahrtrichtung wechselnd. Funktionsfähiges Warnlicht, Blinklicht auf dem Dach ist allerdings nur im digitalen Modus aktivierbar. Ich zeige es nochmal, beziehungsweise hier drüben sieht man dieses Blinklicht. Und diese Maschine ist vorbereitet für den Einbau eines Sounddecoders. Und Achtung, auch diese Lok ist ein Schwergewicht. Sie wiegt 500 Gramm. Das heißt also, sie möchte dann schon auf Brücken fahren, wenn sie welche eingebaut haben, die das auch wirklich abkönnen. Da gibt es natürlich noch Formvarianten von diesen Lokomotiven, die ich Ihnen auch mit vorstellen möchte, sind alle in der gleichen Ausstattung. Es ist eine Lokomotive der HVLE. Dieses Unternehmen dürfte jeder kennen. In der Ausführung steht ja auch ganz groß dran. Und dann der TX Logistikgruppe. Das ist das Modell, was hier rechts neben mir steht. Das sind also jetzt die entsprechenden
Form- und Farbvarianten, die es zu diesen Lokomotiven dazu gibt, aus dem Hause Mehano. Und Mehano ist ja bekanntlicherweise unterm Dach der Firma Lemke angesiedelt. Und jetzt wird mancher sagen, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass die auch H0-Modelle machen. Sie sehen also, es sind wunderschöne, detaillierte Modelle. Auch von der Gravur und von der Ausstattung her sind sie ein echter Hingucker. Nicht nur als Lok selber, denn das sind wirklich schon wuchtige Maschinen, sondern auch von ihrer Farbgebung und von der Detaillierung und so weiter. Das sind schon schöne Hingucker auf der Anlage. Ich selber habe die Captrain-Maschine in Pirna mal fahren sehen und ziehen sehen. Also wenn die loswummert, dann ist schon ein bisschen Musik auf der Schiene. Also das sind also drei wunderschöne Lokomotiven, Mehano-Lokomotiven aus dem Hause Lemke. Und jetzt kommt der Angebotspreis. Ich sage Ihnen erstmal die Artikelnummern. Die Captrain ist die 58914 Artikelnummer. Die Blue Tiger, die TX-Logistik, die hier also rechts von mir und links von Ihnen steht, von der TX-Logistik. Und dann gibt es noch die HVLE mit der Artikelnummer 58931. Das wäre hier drüben die rechte Maschine. So, jetzt kann ich Ihnen wirklich sagen, diese Maschinen kosten in der unverbindlichen Preisempfehlung 209,90 Euro. Und das Angebot, was wir von einem Händler bekommen haben für den Abverkauf dieser Maschinen, jetzt halten Sie sich mal ein bisschen fest, 135 Euro. Das ist also ein unschlagbares, günstiges, gutes Angebot, was Sie hier bekommen. Und ich denke, wer Liebhaber von schweren Güterzügen ist, langen Güterzügen, durfte eigentlich jetzt gar nicht Nein sagen. Denn diese Maschinen können ja auch digital aufgerüstet werden, falls sie digital fahren. Also, drei Lokomotiven Blue Tiger aus dem Hause Lemke mit der Marke Mehano. Ja, liebe Zuschauer, wie Sie sehen, hat sich unser Studio etwas verändert. Das Arkadensystem, wo wir die H0-Modelle Ihnen präsentiert haben, ist verschwunden, aber keine Angst. Wir machen weiter mit den Modellvorstellungen, nur sie werden etwas kleiner. Sie sehen sie bereits schon hier stehen. Ich wollte allerdings noch mal ein kleines Wort zum Arkadensystem verlieren. Dieses Arkadensystem von Modellbahn Engel können Sie natürlich auch bei uns bei Xtreme24 kaufen. Da gibt es auch eine Seite dafür und natürlich auch ein Video, wo Sie sich das Ganze auch nochmal anschauen können. So, jetzt kommen wir zur kleineren Spur und zu den Angeboten der Marke Lemke. Und Sie sehen schon eine wunderbare Lokomotive vor mir stehen. Das ist eine Hobbytrain-Lokomotive, das Modell einer Siemens Taurus der Baureihe 182 in der Epoche 6 und das ist eine Neukonstruktion aus dem Jahre 2018. Sie sehen natürlich, es ist einem wunderbaren Design, die Lok scheint zu brennen. Es ist eine Lokomotive der TX-Logistik. Und der Antrieb dieser Maschine erfolgt über einen fünfpoligen Motor mit Schwungmasse auf alle Achsen. Das verleiht dem Modell natürlich auch sehr sanfte und sehr schöne Fahreigenschaften. Die Stromaufnahme erfolgt natürlich auch über alle Achsen. Sie hat eine Next 18 Schnittstelle zur Aufnahme eines Digitaldecoders. Der Lichtwechsel weiß-rot mit Fahrtrichtung wechselnd ist klar, ist da und sie hat auch eine Kupplungsaufnahme nach NEM 355 mit Kurzkupplungskinematik. Da lassen sich natürlich auch sehr vorbildgerecht die Züge nachbilden und die hängen dann wirklich dicht hinter dieser Lokomotive. Diese Lokomotive und natürlich auch noch andere Muster, die Sie bei uns aus dem Hause Lemke finden, ist unter der Artikelnummer 2779 abrufbar. Und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 169 Euro. Und Sie werden es jetzt auch schon im Hintergrund auf dem Bildschirm neben mir hier sehen. Es ist ein nahezu fast unverschämtes Angebot, was Sie hier bekommen. Nämlich, Sie dürfen diese Lokomotive für 99 Euro erwerben. Aber nur an diesem Wochenende. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das heißt also von Freitag 16 Uhr bis am Sonntagabend, dem 24. November um 20 Uhr.
dann sind diese Angebote weg. Und ich glaube, jedem N-Bahner wird jetzt das Herz etwas höher schlagen und sagen, Mensch, die Lokomotive und auch die anderen Lokomotiven, die wir auf unserer Seite haben, zum Beispiel von Locomotion haben wir eine Maschine da, aber auch eine im Beethoven-Design. Also alles diese Maschinen sind da und die sind alle wirklich zu diesem Sonderpreis für dieses Wochenende für 99 Euro zu haben. Aber bedenken Sie bitte, die müssen noch digitalisiert werden. Und jetzt habe ich hier ein Modell stehen für alle Zigarrenraucher. Sie ahnen dieses Wortspiel. Vor mir steht die Limburger Zigarre, ebenfalls in Spurweite N, ausgeführt von der Firma Lemke unter dem Markennamen Hobbytrain. Dieser Akkutriebwagen, jawohl, das gab es schon, also es ist keine neue Erfindung der Neuzeit, mit Elektroantrieben zu fahren. Dieser Akkutriebwagen der Baureihe 517 der Deutschen Bundesbahn steht hier in der Epoche 4 und ist das Jubiläums-Sondermodell mit einer limitierten Auflage. Er hat einen Steuerwagen in DB, in der typischen damaligen roten Farbgebung. Der Antrieb erfolgt über einen fünfpoligen Motor mit Schwungmasse, hat ebenfalls eine Next 18 Schnittstelle zur Aufnahme eines Digitaldecoders. Also dieses Modell, so wie es hier steht, ist in Analog-Ausführung. Rot-weißer Lichtwechsel, einseitig abschaltbar für Mehrfachtraktion. Das sind so einige kleine Highlights und Features dazu. Die Innenbeleuchtung ist da und die Lok ist auch vorbereitet für den Sound. Das heißt, der Lautsprecher ist bereits vorinstalliert in dieser Lok, bei dieser Zigarre. Bleiben wir mal dabei. Die Artikelnummer ist die 2692 und die unverbindliche Preisempfehlung ist 219 Euro. Klar, dass wir nicht mit der unverbindlichen Preisempfehlung arbeiten, sondern hier mit einem Angebot eines Händlers. Und die können Sie bei uns erwerben an diesem Wochenende für 145 Euro. Die Limburger Zigarre Baureihe 517 für 145 Euro an diesem Wochenende bei X-Train 24. Wem also die erste Ausführung oder der erste Preis um die 200 Euro zu viel war, das ist also ein wirklich starkes Angebot, für unter 150 Euro diesen Zug zu erwerben. Fahr doch wieder mal Straßenbahn. Das ist jetzt das Motto, was ich Ihnen anbieten möchte in Form einer Mini-Straßenbahn in der Baugröße N, angeboten von Lemke mit der Marke Hobbytrain. Wir haben hier vorn zwei baugleiche Straßenbahnzüge stehen und zwar ist das die Artikelnummer 14904 und 14907. Das sind DUWAG M6 Straßenbahnen der Epoche 4 bzw. 5. Der eine Triebwagen ist bedruckt mit, im Kicker steckt mehr drin. Ich möchte das jetzt mal abwandeln. Bei X-Train 24 steckt mehr drin. Könnte man vielleicht auch mal werben auf einer Straßenbahn. Diese beiden Straßenbahnen sind ebenfalls mit einer Next 18 Schnittstelle zur Aufnahme eines Decoders ausgerüstet und dieser Decoder kann dann separat die Lichter und Zugziel oder ja, die Zugzielanzeigen einschalten bzw. ausschalten. Also für Freunde, die Straßenbahnanlagen betreiben oder eine Straßenbahn auf ihrer Modellbahnanlage zusätzlich zum Zugbetrieb betreiben, sind das zwei sehr interessante Angebote unter diesen Artikelnummern, die ich Ihnen eben genannt habe. Sie sind analog zu fahren. Sie brauchen eigentlich im Grunde nur noch einen Decoder aufstecken und dann das Ding auch digital und kann bestimmte Dinge tun, wie ich sie eben genannt habe, einschließlich der Ansteuerung der Lichter und der Zugzielanzeigen. So, die unverbindliche Preisempfehlung für beide Fahrzeuge, die DUWAG M6, ist 189 Euro. Und jetzt wären nicht wir X-Train 24, wenn wir Ihnen nicht ein tolles Angebot machen würden. Diese Straßenbahnwagen bekommen Sie für 110 Euro. Ich betone 110 Euro und auch nur an diesem Wochenende.
Es ist ein starkes Angebot aus dem Hause Lemke für diese beiden Straßenbahnzüge, die M6 vom Typ Bogestra. So, dann habe ich hier natürlich noch einen Straßenbahnzug mitgebracht, ein Duewag M8 Mülheim mit einer ganz tollen Bedruckung. Sie alle haben das sicherlich schon mal in der Werbung im Fernsehen gesehen. Heute ein König, bitteschön, Straßenbahnzug mit König Pilsner. Das ist ein etwas anderer Straßenbahnzug, wie gesagt, das ist ein Duewag M8. Und der kommt in der unverbindlichen Preisempfehlung 199,90, ist genauso ausgestattet wie die beiden Vorgängerstraßenbahnen, also vorbereitet für Digitalfahren. Und Sie kriegen ein unverschämtes Angebot von uns heute, diesen Straßenbahnwagen für 119 Euro an diesem Wochenende zu kaufen. Also ich würde sagen, das ist ein sehr starkes Angebot für Liebhaber von Straßenbahnen, ob es der M6 oder der M8 ist, finde ich einfach ganz große Klasse, dass wir Ihnen an diesem Wochenende dieses Angebot machen können. Nun werden wir nicht nur X-Train, weil wir ja was verkaufen wollen, sondern wir haben auch noch dazu eine Achse mit Haftreifen für M6 und M8 im Angebot. Wenn Sie also bergige Strecken fahren, ich halte das mal hier davor, vielleicht kann es die Kamera einfangen, wunderbar, ist dieser Triebwagen oder die Straßenbahn kann dann auch mit Haftreifen versehen werden, damit Sie also auch etwas steilere Anstiege auf Ihre Anlage schaffen. Das wird ebenfalls bei Hobbytrain oder über Hobbytrain und natürlich bei uns über unsere Portal X-Train24 mit angeboten. Also es ist kein Problem, wenn die Straßenbahn irgendwo bocken, wenn es zu steil wird. Hier ist der Haftreifen oder die Achse mit dem Haftreifen dazu. Das Angebot aus dem Hause Lemke mit der Marke Kato vervollständigt das Gesamtangebot von Lemke. Und Sie sehen es schon, wir haben hier was ganz Besonderes anzubieten, nämlich den TGV Ressort. Das ist also ein ganz besonderer Zug, den gibt es in 10-teiliger Ausführung. Und dieser Zug, wir haben es schon mal geöffnet, kommt in einer sehr hochwertigen Verpackung. Hier sehen wir also die ersten 5 Teile liegen und ich kann Ihnen auch gerne noch die anderen 5 Teile dazu ausblättern, wie der Zug dann komplett ist. Ich mache das mal auf. Sie sehen also auch anhand der Farbgebung, es sind 2 unterschiedliche Designs an diesem Zug, 10-teilig verkürzt. Verkürzt deshalb, weil es auch in Frankreich Bahnsteige gibt, die verkürzt sind, die also solche langen TGVs, wie sie im Original normalerweise fahren, nicht abkönnen. So, unter der Artikelnummer 10924 in der Spur N von Kato, der 10-teilige TGV-Triebzug Ressort der SNCF der Epoche 6. Angetrieben wird der Zug durch einen 5-poligen Motor mit Schwungmasse, dadurch hervorragende Fahreigenschaften. Es gibt eine Schnittstelle NEM 651 zur Aufnahme eines Digitaldecoders. Zur Digitalisierung werden pro Set ein Lokdecoder und ein Funktionsdecoder benötigt. Das heißt also, wir brauchen für dieses Set und für dieses Set entsprechend einen Decoder. Die Motorsteuerung, also das geht hauptsächlich hierbei um die Motorsteuerung und die Außenlichtsteuerung. Und der Zug ist vorbereitet für die Innenbeleuchtung. Für den Einsatz in Doppeltraktion liegen jedem Modell Kuppelstangen bei. In der Doppeltraktion ist für ein besseres Fahrverhalten bei Zug 1 der Wagen M1 und M2 zu tauschen. Beide motorisierte Köpfe zusammen gekuppelt. Auf den Platinen dieser beiden motorisierten Köpfe kann durch Aufstecken eines beiliegenden Steckers in die Schnittstelle das Licht dann zwischen den Zügen ausgeschalten werden. Dieses Angebot, dieses 10-teiligen Zuges mit der Artikelnummer 10924 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 349,90. Und jetzt halten Sie sich bitte fest, dieses 10-teilige Set bekommen Sie bei uns nur an diesem Wochenende in der Spur N für 239 Euro.
Das muss man erstmal stehen und sacken lassen. Jetzt werden die N-Bahner jubeln. Der eine oder andere sagt, Mensch, den wollte ich schon immer haben. Bitte schön, an diesem Wochenende haben Sie die Gelegenheit, für 239 Euro diesen Zug zu erwerben. Unter der Angebotsnummer 10925 ebenfalls einen 10-teiligen TGW-Triebzug Ressort im Angebot. Das Modell des 10-teiligen TGW-Triebzugs Ressort hat 2 Triebköpfe und 8 Mittelwagen der SNCF. Angetrieben wird das Ganze durch einen 5-poligen Motor mit Schwungmasse und dadurch erreichen Sie natürlich auch wieder hervorragende Fahreigenschaften. Die Schnittstelle ist nach NEM 651 zur Aufnahme eines Digitaldecoders vorbereitet bzw. da. Das heißt also, ähnlich wie bei dem eben gerade vorgestellten Zug, können Sie das nachträglich digitalisieren. Nur mit einem Unterschied, dieser Zug hat bereits unter der Artikelnummer 10925 eine Innenbeleuchtung. So, auch dieses Set hat einen Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Artikelnummer 10925 beträgt 399 Euro und das Angebot für dieses Wochenende 299 Euro. Auch das möchte ich jetzt mal so stehen lassen und sacken lassen. Sie sehen also, es gibt bei uns auf der Plattform sehr gute Händlerangebote, die also hier Modellspielwaren für das Kind im Manne sozusagen anbieten. Und für dieses Wochenende unserer ersten Sendung des Teleshoppings wollten wir Ihnen auch hier viele, viele schöne Angebote machen. Denken Sie nicht, dass das jetzt mein Abgesang ist. Nein, es geht bald weiter. Das war das Gesamtangebot, was ich Ihnen aus dem Hause Lemke vorstellen wollte. Wir setzen jetzt unseren Verkaufsmarathon fort, liebe Modellwagenfreunde, und verlassen den rollenden Bereich und wenden uns jetzt der Ausschmückung, Zubehör und Landschaftsbau zu. Das Zubehör, das erste, was ich Ihnen anbieten möchte, sehen Sie jetzt bereits im Bild. Das ist die Märklin Mobile Station 2 Blackline als Komplettset. Das heißt, Sie haben den typischen klassischen Handregler dabei. Sie haben die Gleisbox dabei. Ich versuche sie mal hier rauszufummeln. Die Gleisbox dabei und natürlich, es darf nicht fehlen, der Stromanschluss. Das ist ein Angebot. Diese Mobile Station 2 ist aus einer Startpackung entnommen worden und wird einzeln angeboten. Sie ist wirklich fabrikneu, nie benutzt, kommt nicht in Originalverpackung, sondern wird ordentlich, hier wird das ganz ordentlich verpackt werden, wenn Sie sich dafür interessieren. Die Startpackung, Artikelnummer muss ich Ihnen, glaube ich, nicht nennen, die ist nicht so interessant, aber die Artikelnummer 60657 ist dieses Produkt und die unverbindliche Preisempfehlung ist 197,90. Und nun sage ich wieder, nun werden wir nicht X-Train 24, wenn wir Ihnen hier ein besonderes Angebot machen, weil es eben nicht in der Originalverpackung kommt, sondern aus einem Startset herausgenommen worden ist, ist sie trotzdem vollwertig und hochwertig benutzbar. Und unser Angebot steht für 99,99. Auch dieses Angebot, wie die anderen, was ich Ihnen beim rollenden Material schon bereits gesagt habe, ist begrenzt über dieses Wochenende. Am Sonntagabend weg ist weg. Ja, und was wäre eine Modellbahnanlage ohne Landschaft, ohne Häuser und Figuren? Eigentlich fast gar nichts und es wäre eine reine Technikanlage. Und das ist ja das, was die meisten gar nicht wollen. Deswegen machen wir Ihnen jetzt besondere Angebote im Bereich Landschafts- oder Häuserbau, Gestaltung. Und zwar bieten wir an, über einen Händler bei uns, die Pfaller Stadthäuserzeile Beethovenstraße. Ich lege die ab, dann können Sie sich das noch mal etwas genauer ansehen. Mit der Artikelnummer 130701 Stadthäuserzeile Beethovenstraße habe ich bereits genannt.
Der Bausatz beinhaltet 4 Stadthäuser für eine Straßenzeile oder als Hinterhofkulisse am Bahndamm, ergänzbar mit den Faller H0-Bausätzen 13.0702 bzw. 13.0703. Und Sie wissen ja, wie schwierig das teilweise ist, eine ordentliche Stadthäuserzeile zu gestalten. Und mit diesem Bausatz von Faller können Sie das ohne Probleme tun. Die Maße, die Gesamtbaumaße sind 452 x 118 x 200 mm. Das ist also schon ganz ordentlich. Da kann man schon ein ganz großes Stück an Fläche auf der Anlage bebauen. Und wer eben im Stadtbereich angesiedelt ist und eine Bahn hat, die einen großen Bahnhof ansteuert, dann ist das die ideale Geschichte, hier entsprechend zu bauen. Die unverbindliche Preisempfehlung für diesen Bausatz ist 109,99 €. Puttig, du musst langsam sprechen. Aber ich hatte es ja bereits auch schon bei den anderen Angeboten gesagt, wir werden nicht X drehen, wenn wir Ihnen nicht hier über einen Händler ein ganz besonderes Angebot machen würden. Denn Sie zahlen nicht 109,99 €, sondern das Angebot ist 88,88 €. Ist dieser Bausatz zu haben und auch, wie gesagt, nur begrenzt dieses Wochenende. Das ist also ein besonderes Zahlenspiel eines Händlers. Es geht weiter mit den Angeboten. Dann greife ich gleich in mein Regal. Was ich Ihnen anbieten werde, ist das sogenannte Faller Tagelöhnerhaus Oberprechtal. Nun gibt es ja keine Tagelöhner mehr, aber zur damaligen Zeit wurden diese Häuser gebaut. Ich zeige es Ihnen nochmal hier in die Kamera. Dieser Bausatz ist ein zweistöckiger Bau mit Außentreppe, seitlichem Unterstand und schindelgedecktem Krüppelwalmdach und besitzt einen um 2 Fassadenseiten umlaufenden Balkon, so wie man das also auch aus dem Schwarzwald kennt. Und im zweiten, im Giebel, durch den Dachüberstand geschützten Balkon. So sieht das also aus. Dieser Bausatz enthält 226 Einzelteile. Das ist also wirklich was für graue, hässliche Tage, so wie heute zum Beispiel, oder lange Winterabende. Oder Sie bauen gerade eine Anlage im Bereich der Mittelgebirge, wo also so ein Schwarzwaldhaus Platz hat. Die Abmaße sind 144 x 130 x 114 mm. Und auch hier machen wir Ihnen wieder jetzt ein ganz besonderes Angebot. Dieses Haus mit der Artikelnummer 130539 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 45,99 €. So, jetzt sind Sie gespannt. Sie sehen es auch schon neben mir. Das Angebot 24,99 €. Dieser Bausatz finde ich eine ganz wunderbare Geschichte im Bereich der Mittelgebirge angesiedelt. Und wenn Ihnen schon in Ihrem Mittelgebirge immer noch so ein paar Häuschen gefehlt haben, hier ist es. Angebot von einem Händler der Marke Faller. So, dann haben wir natürlich noch mehr zu bieten. Ich greife mal in meine Schatzkiste neben mir. So. Dann haben wir hier eine Kirche. Und zwar heißt die St. Johann. Die ist tatsächlich einem Original nachempfunden, zumindest was das Dach betrifft. Und zwar der Kirche in Wien. Einer Kirche in Wien kann man sich da so angucken. Und ich finde das also einen besonders hübschen, tollen Bausatz, das Modell dieser gotischen Kirche und mit diesen bunt glasierten Ziegeln. Ist mit Sicherheit ein Hingucker, aber eine Kirche auch, die für etwas größere Ortschaften und Dörfer geeignet ist. Und der Bausatz enthält, ich muss es Ihnen also wirklich sagen, weil hier wird es fummelig, 333 Einzelteile in 4 Farben, einschließlich Folien und Gardinenmasken und so weiter und so weiter. Auch hier nenne ich Ihnen nochmal die Abmaße dieses Bausatzes, 212 x 109 x 260 mm. Die unverbindliche Preisempfehlung ist 99,99 €. Das ist also schon ein sehr gehobener Preis. Wir können Ihnen dieses
diesem Bausatz an diesem Wochenende als Angebot für 49,99 Euro anbieten. Und auch hier gilt wieder, wenn weg, dann weg. Beachten Sie also wirklich diese 2,5 Tage und diese Angebote sind dann wirklich nicht mehr zu haben. So, als letztes möchte ich Ihnen was anbieten, was in dem Bereich Stadtbebauung, wir hatten ja am Anfang diese Beethovenstraße, wenn man also größere Ortschaften plant. Es gibt ja auch in den meisten Städten dann die sogenannten Neubau, die Platte. Und das ist ja eine der vielen Bausünden, die wir ja eigentlich nur mittlerweile festgestellt haben, die eigentlich etwas schwierig sind. Dieses Haus ist natürlich ganz besonders bunt bemalt. Es ist ein sogenannter Designplattenbau nach Carsten Kruse. Diesen Bausatz können Sie ebenfalls bei uns erhalten. Es ist ein limitiertes Modell eines in der ehemaligen DDR weit verbreiteten Plattenbautypus P25. Und er hat hier einen entsprechenden Digitaldruck drauf, ist nach einer exklusiven Vorlage gestaltet worden, des Malers und Fassadenkünstlers Carsten Kruse. Ich finde, es ist also ein besonders schöner Farbtupfer, den wir hier sehen. Und es lohnt sich auf alle Fälle auch dieses Modell, sich vielleicht, wenn man Platz hat und sagt, Mensch, das hat mir gerade noch gefehlt, das wäre doch das Tolle. Bitte schön, hier ist dieser Bausatz. Nun wären wir nicht X drehen, wenn wir die ganze Sache nicht noch ein bisschen versüßen würden. Dieser Bausatz kostet 109,99 Euro. So, ich sage Ihnen auch gerne nochmal die Artikelnummer, jetzt wird es nämlich spannend. 130800. Können Sie dann bei uns auf der Seite danach suchen. Und unser Angebot für dieses Wochenende 79,99. Dieser Plattenbau gestaltet nach Carsten Kruse. Na, ist das nicht toll? Auf keiner Anlage dürfen Sie fehlen, die Bäume. Ansonsten wirkt das alles ein bisschen nacktig und mit der Auflockerung ist das immer dann so eine schöne Sache, dass man da wirklich ein bisschen Leben und ein bisschen Stil und ein bisschen Flair vor allen Dingen reinbekommt. Über einen Händler von uns angeschlossen können wir natürlich jetzt hier auch ein bisschen aus den Vollen schöpfen. Wir haben mit der Artikelnummer 24501 noch Fichten mittelgrün, 7 Stück, 7 bis 14 cm hoch anzubieten und diese Baumpackung kostet mit der Artikelnummer 24501 19,99 €. Wir bieten Sie dieses Wochenende die Nochfichten mittelgrün 7 Stück, 7 bis 14 cm hoch, für 12,99 € an. Des Weiteren gibt es noch 5 Tannen dunkelgrün mit der Artikelnummer 24520. Ein Bäumeset mit 5 Tannen unterschiedlichen Höhen, 14 bis 20 cm hoch. Angebot 19,99 €, Entschuldigung, unverbindliche Preisempfehlung 19,99 € und im Angebot für 13,99 €. 5 Tannen dunkelgrün, 14 bis 20 cm hoch, im Angebot für 13,99 € mit der Artikelnummer 24520. Dann geht es weiter. Dann gibt es noch Fichten in dunkelgrün als Bäumeset mit 5 Fichten, bestehend aus 5 dunkelgrünen Fichten. Die unverbindliche Preisempfehlung mit der Artikelnummer 24521 ist 19,99 €. Und auch hier besteht ein Angebotspreis für dieses Wochenende für 13,99 €. Jetzt wird das Angebot unserer Händler mit noch etwas kleiner. Mir gefällt dieses Wortspiel mit noch unheimlich. Jetzt kommen wir zu Figuren. Sie sehen sie bereits hier im Bild. Ich werde die mal, vielleicht können wir die von oben mal kurz einblenden. Hier fehlt ein Set in unserer Sammlung. Jawohl. Und dieses Angebot sehen wir jetzt am Bildschirm. Und zwar die Schweißer, 5 Figuren. Und eine Figur, wir sehen es also auch hier im Angebot, eine Figur
mit beleuchtetem Schweißgerät. Sie kennen dieses Lichtflackern, was man dann einsetzen kann in BWs oder in bei irgendwelchen Schrottplätzen, wo also der Schweißer da ganz hart arbeitet und die Metallteile bearbeitet. Zwei einzelne Schweißlichter sind auch noch dabei für den Einbau in Gebäude, zum Beispiel in der Werkstatt. Es kann ja noch einer verdeckt arbeiten. Ein nicht als verdeckter Ermittler, aber zumindest, dass man also dieses Schweißlichtflackern auch in einem geschlossenen Gebäude nachbilden können. Sie sehen das vom Angebot her. Die Artikelnummer ist 17530. Hier sehen Sie es gerade am Bildschirm. Und die unverbindliche Preisempfehlung der Firma noch, beziehungsweise ja, der Firma noch an den Händlern, ist mit 47,99 Euro festgelegt. Und wir machen Ihnen wieder hier ein ganz tolles Angebot mit diesen Schweißerfiguren und mit diesem Flackerlicht. Insgesamt für 25,99 Euro. Können Sie sich also mal richtige Arbeiter auf die Anlage legen und richtig arbeiten lassen auf Schrottplätzen, in BWs oder was weiß ich. Vielleicht eine Anschaffung, die Sie schon immer mal im Auge hatten, aber aufgrund des Preises immer wieder mal ein bisschen zurückgestellt wurde. Wir kommen Ihnen entgegen, beziehungsweise unsere Händler kommen Ihnen entgegen mit einem Preis, der wirklich unverschämt ist, mit 25,99 Euro. So, jetzt haben wir es sacken lassen und es geht weiter mit den Figuren. Ein paar haben wir schon gesehen. Es gibt das noch Bahnpersonal beleuchtet. Und das ist ja auch interessant. Dieses Bahnpersonal hat bereits schon die neuen Uniformen an. Es sind 6 Figuren drin. Eine Figur ist mit grüner Abfahrtskelle, mein Gott, das ist ja wirklich etwas schwierig, also Abfahrtskelle, ausgerüstet. Und diese Figur hat eine hochwertige Mikro-LED drin. Das heißt also, der Schaffner lässt den Zug mit dem grünen Licht abfahren. Hat man auch schon sehr oft auf Anlagen gesehen. Jetzt können Sie es selber haben. Der Anschluss erfolgt über einen üblichen 16 Volt Modellbahntrafo, geeignet für Gleich- und Wechselstromanschluss. Auch hier ist die UVP nochmal zu nennen für dieses Angebot. Artikel 17540. 19,99 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung für dieses Bahnpersonal DB. Unser Angebot 11,99 Euro. Na, das ist doch was. Da kann man schon kräftig sparen. Und wenn Sie 2 gekauft haben von den Packungen, können Sie nämlich die 3. mitnehmen von dem eingesparten Geld. So, das waren das Bahnpersonal. Und jetzt gibt es dazu noch, es gibt noch 2-mal Polizei. Einmal in der alten grünen Ausführung. Das wäre was für Epoche 4 und 5 Fahrer. Und wer Epoche 6 fährt, dort wo es also angebracht ist, kann man also auch schon hier mit den modernen Uniformen arbeiten, je nachdem, wie Sie es möchten. Sie sehen einmal die Artikelnummer 17155 und 17550. Das sind die Artikelnummern für diese Polizeisets. Die sind, wie gesagt, mit grüner und mit blauer Uniform. Eine Figur mit hochwertiger LED. Nun dürfen Sie dreimal raten, das ist der Sie aus dem Verkehr zieht, weil Sie zu schnell gefahren sind. Zum Beispiel oder weil gerade eine Alkohol- oder Verkehrskontrolle ansteht. Diesmal ist die Kelle aber, Sie erraten es, rot. Also diese Figuren beleben auf alle Fälle schön gestaltete Straßenszenen, Unfälle oder irgendwelche anderen Dinge, die man da nachgestalten möchte. Der Fantasie ist ja keine Grenzen gesetzt. Diese Artikelnummern bzw. die Artikel sind zu haben. Die 17550 mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 Euro. Im Angebot für 11,99 Euro, das sind die Polizisten grüne Uniform. Und wenn Sie sich für die blauen interessieren, dann haben wir natürlich auch den gleichen Preis, ist ja nur die Farbe geändert. Unverbindliche Preisempfehlung 19,99 Euro, Angebot für 11,99 Euro. Dieses Figurenset einschließlich der Schweißer, die ich Ihnen auf dem Bildschirm bei uns gezeigt habe, sind ein Angebot unserer eingetragenen und angeschlossenen Händler. Ich finde, das ist für dieses Wochenende ein super Angebot und das Angebot verlockt ja nahezu, auf der Anlage weiterzubauen. Und mit diesen Figuren können Sie das dann auf jeden Fall tun.
Nach den Angeboten von noch geht es natürlich weiter. Es gibt ja noch mehr Firmen und Marken, die in dem Bereich Ausschmückung, Zubehör bzw. Geländebau einiges anbieten. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Angebot machen der Firma Kibri, wie Sie wissen, unter dem Dach von Fiesmann arbeitend. Und zwar haben wir im Angebot, Sie sehen jetzt auch hier auf dem Bildschirm, das Eckhaus Gasthof zum Stern inklusive Hausbeleuchtung. Artikelnummer 38.350 mit der unverbindlichen Preisempfehlung 56,50 und das Angebot für dieses Wochenende steht für 36,90 €. Also ich denke, das ist auch ein recht gutes Angebot, vor allen Dingen, weil sich dieses Haus ja auch fast nahtlos bei noch in die Beethovenstraße oder in irgendwelche anderen Häuserzeilen einrichten kann oder sagen wir mal schön zusammenfügt, harmonisch zusammenfügt. Und es ist ein Gasthof zum Stern. Das habe ich natürlich ganz gern. Jetzt gehen ja gerade wieder Feiern an und Sie wissen ja, die Weihnachtsfeiern der Betriebe und der Unternehmen. Und in so einem Gasthof Stern würde ich natürlich auch gern so eine Weihnachtsfeier mal machen. Also überlegen Sie sich das, das Angebot ist gut. Die unverbindliche Preisempfehlung 56,50 und das Angebot für dieses Wochenende für 36,90. Wir gehen weiter in dem Angebot aus dem Hause Fiesmann bzw. Kibri. Und wir haben hier ein wunderschönes Schloss zu sehen, Schloss Grafeneck. Wer also einen Berg hat und sich keine Bergbahn hinbaut, kann zumindest ein Schloss draufbauen, was ja auch ganz viele machen. Und mit diesem Angebot eine wunderschöne Burg, nein, ein Schloss, Grafeneck, was fällt mir da ein? Bau mir ein Schloss, hat mal Heinche gesungen. Oder ich baue dir ein Schloss. Hier ist es, hier können Sie Ihrer Frau ein Schloss auf die Anlage bauen mit der Artikelnummer 39.001. Die unverbindliche Preisempfehlung ist 57,95 € und das Angebot für dieses Wochenende steht mit 38,50 €. Sie können also Ihre Frau jetzt ganz glücklich machen, lieber Modellbahner. Oder wenn es eine Modellbahnerin ist, kann sie ihren Mann ganz glücklich machen, indem sie sagt, ich baue dir ein Schloss. Für 38,50 € an diesem Wochenende nehmen Sie dieses Angebot an. Es kommt nie wieder. So, wir gehen weiter in den Angeboten. Für größere Anlagen, die also ein bisschen industriemäßig ausgerüstet sind, sehen Sie das jetzt hier hinter mir, die Sioux Schuhfabrik. Was erinnert mich an Sioux? Das hat irgendwas mit Indianer, Mokassins. Also die bauen wahrscheinlich bequeme Schuhwerk, wollen wir alle haben. Und bei großen Anlagen brauchen sie es ohnehin, weil sie da sehr viel laufen müssen. Mit der Artikelnummer 39.810 dieses sehr große, imposante Industriegebäude einer Schuhfabrik. Die unverbindliche Preisempfehlung ist mit 144,50 € angesagt. Und Sie sehen es ja schon, Sie bekommen es für 89,99 €. Ja, aus dem Hause Fiesmann geht es natürlich weiter. Dann machen wir Ihnen ebenfalls ein Angebot über einen Händler, der über X-Train angeschlossen ist. Und Sie sehen es bereits hinter mir. Es ist die klassische Parklaterne schwarz. 5+1, das heißt, Sie kriegen also in der Verpackung zu den 5 Laternen noch eine dazu. Die Artikelnummer ist 60706. Die unverbindliche Preisempfehlung, so wie Sie es gerade auch im Bild sehen, ist 49,95 € und das Angebot steht für 35,90 €. So, nun machen wir das Angebot noch komplett, last but not least. Ebenfalls aus dem Hause Fiesmann unter der Marke Vollmer sehen Sie also hier folgendes Angebot, dem Bahnhof Neuffen mit der Artikelnummer 43510, ein wunderschöner Fachwerkbau. Also dieser Bahnhof kann ganz herrlich angesiedelt sein in einer mittleren Kleinstadt mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 69,95 € im Angebot dieses Wochenende für 39,90 €. Also wer schon immer einen Bahnhof gesucht hat, hier geht es. Es sind nicht die Bahnhöfe, die die Deutsche Bahn teilweise für 1 € oder sowas verkauft, sondern hier können Sie also einen richtig guten, gesunden Bahnhof erwerben. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Angebot. Ebenfalls ein Angebot unter der Marke Vollmer
ist ein Sägewerk. Sie sehen es jetzt auch gerade hier im Bild. Das Sägewerk mit der Artikelnummer 43797. Unverbindliche Preisempfehlung ist 71,95 Euro. Und Sie sehen schon daneben rechts das Angebot 49,90. Das ist also ein unschlagbares Angebot. Und diese Angebote, die wir Ihnen hier für dieses Wochenende machen, sollten Sie wirklich nutzen, denn das sind ziemlich einmalige Preise. Die werden wahrscheinlich so nie wieder erreicht werden. Auch für die N-Bahner haben wir aus dem Hause Fiesmann einiges zu bieten. Das wird Sie wahrscheinlich sehr freuen. Und da möchte ich gleich die erfreuen, die also einen großen Dampflok-Fuhrpark haben und denen schon immer eine Bekohlungsanlage gefehlt hat. Hier auf dem Bildschirm zu sehen, die Kibri Großbekohlungsanlage in der Spur N mit der Artikelnummer 37442. Unverbindliche Preisempfehlung 46,50 und im Angebot an diesem Wochenende für 29,90 Euro. Also auch hier mein Hinweis wieder, liebe Zuschauer, liebe N-Bahner, wenn Sie jetzt erst später dazugekommen sind, das ist ein begrenztes Angebot. Nur für dieses Wochenende gilt von Freitag, dem 22. 16 Uhr bis Sonntag, 23. 24. um 20 Uhr. Dann werden die Livestreams wieder abgeschalten und dann gelten wieder die normalen Preise. Dann werden Sie auch nicht mehr auf diese extra für diese Sendung freigeschaltete Sonderseite kommen. So, dann haben wir natürlich aus dem Hause Fiesmann in der Spur N auch noch was zu bieten. Und Sie sehen es gerade neben mir im Bild. Es sind Peitschenleuchten 5+1 mit LED. Also Straßen müssen ja auch beleuchtet werden, sonst brechen sich Ihre Fußgänger vielleicht noch den Hals oder noch irgendwelche anderen Sachen. Mit der Artikelnummer 64906 sind Sie dabei, wenn Sie sagen, die unverbindliche Preisempfehlung 52,95 ist mir etwas zu happig. Hier sehen Sie gerade, das Angebot machen wir Ihnen. Sie bekommen diese Peitschenleuchten nur an diesem Wochenende für 39,44 Euro. Und auch das ist ein ganz tolles Angebot aus dem Hause Fiesmann. So, jetzt haben wir natürlich noch ein Angebot aus dem Hause Fiesmann zu machen, nämlich das letzte. Es sind keine Häuser, aber ganz wichtig, was wir immer brauchen, sind die sogenannten Lichttrafos. Der Fiesmann Lichttrafo 16 Volt 52 Watt mit der Artikelnummer 5200, so wie Sie ihn hier sehen, hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 81,50 und Sie sehen auch schon, das Angebotpreis ist nahezu halbiert für 49,99. Wenn also Ihre Stromversorgung im Zubehörbereich schon etwas schwach über die Brust war, dann würde ich sagen, schlagen Sie jetzt zu, denn dieses Angebot ist auch unverschämt günstig. So, liebe Modellbahnfreunde, nun betreten wir Rubrik 3, die Fahrzeugmodelle. Und da habe ich ein kleines Problem. Wir haben auf unserer Sonderseite zu diesen Livestreams, zu dieser Verkaufsshow, 100 oder etwas über 180 Fahrzeuge gelistet. Alle Baugrößen dabei, von H0 bis N. Und das macht die Sache jetzt etwas schwierig für mich, denn ich kann Ihnen jetzt unmöglich alle 180 oder diese etwas mehr über 180 Fahrzeuge im Einzelnen vorstellen. Aber lassen Sie uns einmal bitte drüber reden, was wir denn alles haben. Sie sehen es auch hier schon zum Beispiel, wir haben die Firma Busch vertreten. Ich halte es mal in die Kamera. Ja, das ist zum Beispiel ein Militärfahrzeug der ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR, ist ein sogenannter G5 oder wie wir manchmal gesagt haben, G5. Das wäre dann die englische Bezeichnung. Sie sehen hier im Modellmaßstab 187, also ein H0-Fahrzeug. Das gleiche gilt auch. Es gibt noch weitere Form- und Farbvarianten, zum Beispiel von Herpa zu diesem Fahrzeug. Kann ich Ihnen also auch noch zeigen. Als Baufahrzeug. Wir haben Brekina dabei, möchte ich Ihnen auch gern zeigen. Also auch Brekina ist vertreten. Machen wir mal gucken, ob es die Kamera kriegt. Jawohl. So, es ist ein B1000 mit Blaulicht, nennt sich Ambulanz, allerdings ist er schwarz. Ich vermute mal, das ist ein Regierungswagen der DDR früher gewesen. Dann hat wir noch ein Brekina-Modell eines, wie heißt er?
Jetzt muss ich direkt selber mal gucken. Es ist ein Land Rover. Ein Land Rover unter der Bezeichnung Starmada. Dann haben wir auch noch von Brekina hier ein Sondermodell angeboten zur Modellbahnmesse Faszination Modellbau im Oktober 2016 in Friedrichshafen. Auch die haben wir im Angebot übermittelt von unseren Händlern. Dann reine Militärmodelle. Ich halte mal die beiden so ein bisschen daneben, damit man das auch sehen kann. Auch das sind Modelle der Firma Herper, die Sie bei uns ebenfalls erwerben können. Und ja, dann haben wir hier noch einen Ackerschlepper. Jetzt muss ich selbst mal gucken. MB, Mercedes-Benz, Trek 800. Also auch solche Fahrzeuge sind bei uns zu bekommen. Und ja, von Viking ein wunderschöner Kran, Alter. Oder hier ein Unimog von Busch. Nee, so rum. Und natürlich noch ein VW Passat der Firma Herper. Das ist also ein etwas neuerer Passat bereits, den wir hier anbieten können. Also das sind alles Fahrzeuge, die ich Ihnen jetzt mal so im bunten Querschnitt mal so ganz schnell zeigen wollte. Und die sind natürlich auch auf dieser Sonderseite alle gelistet, liebe Freunde der Modellbahn und des Modellbaus. Dort können Sie also richtig wuseln. Und wenn ich Ihnen die Zahl von über 180 Fahrzeugen nochmal nenne, dann wissen Sie, was Sie an diesem Wochenende zu tun haben, nämlich alles durchgucken. Und Sie können sicher sein, ganz sicher sein, dass da auch wieder etwas sehr schöne Angebote für Sie dabei sind, so wie wir es jetzt bereits schon im Laufe des Tages hier mit dieser Verkaufsshow gemacht haben. Das heißt also Angebote im Fahrzeugbereich, Modelle, es gibt Bausätze, Modelle, es gibt also alles, was bei der Modellbahn Rang und Namen hat. Alles, was wir heute vorgestellt haben, waren ja also für Sie auch immer ganz besondere Angebote. Und das Gleiche gilt natürlich jetzt auch im Modell-Auto-Bereich. Und dort können Sie sich also nach Herzenslust umschauen und natürlich auch kaufen. Das würde uns und natürlich die Händler, die diese Ware hier anbieten, bei uns auch sehr freuen. Das war es nun endgültig, liebe Zuschauer, hier bei unserem Teleshopping-Marathon heute am Freitag. Und ich hoffe, dass Ihnen die Angebote sehr gefallen haben und dass Sie natürlich auch kräftig hier und da zuschlagen werden. Ich denke, es war für jeden was dabei und unsere Palette war auch recht vielfältig. Diese Angebotsseite ist, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, bis zum 24. um 20 Uhr freigeschalten. Das ist also der Sonntag. Bis dahin gelten diese Angebote, wenn die Seite weg ist, beziehungsweise wenn das Livestream dann weg ist, dann sind auch die Angebote auf unserer Homepage weg. Das macht aber nichts, wenn Sie es verpasst haben sollten, denn nächstes Wochenende ist ja Black Friday und da wird auch am gesamten Wochenende diese Seite dann wieder freigeschalten sein mit neuen, mit anderen Angeboten, die wir für Sie bereithalten. Und Sie wissen ja, im Black Friday Fever gibt es das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Nicht nur in der Konsumelektronik, nein, auch bei uns bei Xtrain 24 und der Modellbahn. Ich hoffe, dass Sie dann auch dabei fleißig sind und unsere Angebote nutzen. Uns wird es dann möglicherweise, das ist noch in Planung, wir können es noch nicht genau versprechen, aber wahrscheinlich Mitte Dezember wiedergeben mit einer neuen Live-Übertragung, mit neuen Angeboten, kurz vor Weihnachten. Und da hoffe ich, dass wir das ein oder andere Schnäppchen Ihnen da sicherlich noch anbieten können. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was wir Ihnen zeigen wollten und auch Ihnen gezeigt haben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, freue mich aufs nächste Mal. Ihr Frank Buttig.